Spaß? Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen, ja, zu einer neuen Folge von Geht ja Online Abend mit dem Biomilch 4. Hallo. Hi. Wir machen heute eine Bio-Doku-Reise, einen Roadtrip zu den Plätzen, und er ist der Bio-Experte. Deshalb erklärt uns, was wir denn so besuchen heute. Genau, also ich würde sagen, wir fahren jetzt erstens zum Leuchtturm, dann zur Mine, und dann würde ich sagen, gucken wir einen Geist an. Hui. Okay, super. Ob der Bio ist? Wer weiß. So, ja. Okay. Und das da vorne, das ist unser Bio-Van. Genau. Da vorne, das ist der heilige Bio-Van. Mit dem werden wir jetzt durchgehend fahren. Ja. Das wird krass. Okay. Der fährt mit Biodiesel. Genau, natürlich. Ja. Auch die Lampen sind Bio, es ist alles Bio an dem Wagen. So, ich würde sagen, jetzt fahren wir hier langsam rückwärts. Ich würde sagen, du machst die Markierungen, oder? Ja. Genau. Muss ja fahren, das wir ist könnten ja noch etwas anderes besuchen, nämlich den Bio-Bauernhof. Der ist im Weg zur Mine dann. Genau. Dann nehmen wir das aber als erstes Ziel hier. Ja. So. Guck mal, siehst du die LEDs da unten? Diese gelben? Nee, jetzt gerade nicht, weil. Ja, das ist ein bisschen schön. Lass mal ein bisschen Gas geben und erstmal zeigen, was der Wagen Offroad kann. Ja. Cool. Ui. So. Oh, ist natürlich jetzt doof. Ob der zu Bio ist, natürlich nicht. Leute, ist der Wagen Bio, ja oder nein? Also ich sag nein. Also das Material sieht ziemlich ich würde sagen, jetzt machen wir hier einen Drift. So, zack. Jetzt sieht man das ein bisschen, dieses Gelbe. Auf einen Uhr. Ah, das ist jetzt ein Fleisch. Der macht Fleisch. Ja, ja. Das ist wirklich schön. Jetzt riskanter Move. Wow. Ja, ja. Krass. So. Richtig genial. Na, sag mal. Ohne Helm, ohne gar nichts. Du bist ein Spion. So, dann würde ich sagen, wo fahren wir jetzt hin? Im Leuchtturm, ne? Mhm. Nice. So. Nebenbei beim Fahren muss ich ganz kurz schnell was am Handy machen. Ja. Hoffentlich ohne Unfall. Dein Spiel ruckelt. Also bei mir zeigt es nicht an, dass es ruckelt. Ich gucke es auf dein Livestream, warte. Das gehen wir nach, ob es ruckelt. Ja. Also bei mir ist nichts zu sehen. Vielleicht mal kurz neu starten, dann heißt es so F5. Läuft gerade flüssig, sogar echt gute Qualität. Ja. Nein, du schwenkst jetzt. Oh. Ja, sag mal. Lisse. Jetzt hast du den Wagen kaputt gemacht. Ja, das ist schon jetzt voll. Jetzt bist du zum Mechaniker. Ja, sicher. Nein, ja, toll. Nicht. Wir gehen dann zum Mechaniker, wenn wir beim Bauernhof gewesen sind. Okay. Ja, die Scheibe ist halt kaputt. Sieht halt hässlich aus. Ne? Glas kann nicht das Bio sein. Oh, das will ich jetzt hier nicht sagen. Jetzt kommt hier der ultimative Drift. So, Mikroruckler, ja. Okay, dann ist aber. Liegt's an. Okay, ich mach mal kurz eine andere Auflösung. Also Auflösung im Bitrate. So. Also bei mir wird nur 1,1. Also CPU-Auslastung und 60 FPS angezeigt. Ja, dann ist es wieder das Spiel ein bisschen kaputt. Oh, ein Reifen. So, also hier sehen wir jetzt das Bio-Fahrrad. Wo ist das Bio? Ich weiß ja nicht, ob das Bio ist. Das ist Bio, das da. Also das Rad. Das da ist Bio. Und dieser junge Mann. Schönen guten Tag, einmal eine Bio-Kontrolle. Bleiben Sie mal bitte stehen. Junger Mann, bleiben Sie. Hey, nicht aggressiv werden, junger Mann. gucken Sie bitte ganz kurz nicht hin. Ja. Er schläft gerade. So, wir können jetzt. Ja. So, ich würde sagen, wir können jetzt den Leuchtturm an. Der Mann schläft gerade hier ein bisschen. Gar kein Problem. So. Und natürlich habe ich wieder hier eine Sache. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Oh, voll dir. So. Das ist also unser erster. Ja, es kann schon sein, dass es momentan ein bisschen Probleme bei dir macht, dass es jetzt gar nicht so flüssig wird. Wollen wir hier noch ein bisschen bleiben oder wollen wir weiter? Einfach zum Leuchtturm kurz. Genau, erstmal aber da ein bisschen hochgehen, ne?
Ja, wenn ich hier auf könnte. Oh, pass auf. Oh, ich hab Musik an. So. Kann ich mitfahren? Warte, 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 warte auf mich. Oh nein, so. Ich will hoch, ich will dann nur hoch. Warte. Ich bin drauf. Geil. So rückwärts wegen der Wellenmaschine. Ah. Ich glaube, die ist No Copyright oder wie es heißt. Also Copyright. Ja, es ist jetzt nur kurz ein bisschen leise zu hören gewesen. Kommen wir jetzt hier überhaupt drauf? Oh ja, wir kommen hier rauf. Das ist nice. Die Aussicht genießen. Die Inseln hier. Das ist so krass. Oh, ich würde sagen, das sieht hier echt schön aus. Was ist da hinten? Siehst du diese Insel da hinten? Da ist auch ein kleines Haus. Okay. Ah, wollen wir da mal hinfahren? Da war ich noch nie. Ja, aber können wir dann nach dem Schluss dann dorthin fahren? Genau, würde ich auch machen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt weiter, weil es ist jetzt schon 10 Uhr, 8 Uhr. Ja. Wir müssen dann sowieso noch mit dem Helikopter auf eine andere Insel, da kann man nicht hoch. Stimmt, dann fliegen wir nachher mit meinem Hunter. Okay. Nach dem Schritt. Soll ich den Chat ein bisschen vorlesen, oder? Ja, ist nicht nötig. Weil ich habe nebenbei mein Handy offen, also es wäre... Wenn jetzt noch nicht so viel geschrieben wird. Oh, also, das ist ja ein Boot. Oh, was, wo bin ich hingesprungen? Achso, lol. So. So, als nächstes gehen wir zum Bio-Bauernhof. Genau. Da können wir, glaube ich, gleich noch bei den Windräten vorbei, die sind auch Bio. So, gehen wir jetzt mal hier ein bisschen schneller hoch. Und der Van ist ein bisschen kaputt und der Mann schläft immer noch. Sollte ich vielleicht einen Notarzt rufen? Nee, wird schon. Ah, ich rufe einfach einen Notarzt, wir fahren ja weiter. Aha, ja. Nur damit ein Krankenwagen hier... Ja, naja. Aufhalten wollen wir uns aber nicht. Wir müssen die Bio-Reise wirklich vollständig machen. Aber, warte, bevor wir jetzt weiterfahren, muss ich noch eine Sache... Bleib bitte ganz kurz im Auto. Aha. So kann man weitergehen. Okay. Nein, ich will vorne. Ja. Oh, was? Oh, pff. Guck mal, die fängt einfach Feuer. Ja, sie wollte durch und... Ja. Achtung, da fährt nicht Feuer. Na gut. Sie hatte das Verlangen nach Schwimmen, aber war wohl nicht. So. Sie wollte sich zuerst heiß machen, bevor sie schwimmen wollte. Genau. So, warte ganz kurz. Also, nächste Markierung ist hier unten. Jetzt muss ich kurz denken, wo das war. Ah, hier. Der Trix hat voll einen schönen Kommentar geschrieben gerade. Oh, scheiße. Ah, danke schön für den Lob. Ja, ich gebe mir Mühe, weil ihr habt es ja auch verdient. Also, GT Online ist wirklich sehr erfolgreich jetzt. Deshalb möchte ich so viel wie möglich. Heute habe ich halt nicht ganz so viel können. Ich hätte schon früher beginnen können, aber ich hatte noch zu tun, weil ich alleine zu Hause bin. Und ja, es war halt nicht so viel los gewesen heute, deshalb war ich eher ein bisschen schläfrig heute. Wir fahren noch an der Tuning-Werkstatt vorbei. Ja, genau. Da, schnell reparieren, weil ich fahre gleich wieder vorsichtig. Es geht ja ganz schnell, dauert 2 Minuten. Ja. Wenn du noch mehr Geld ausgeben kannst. Genau. So, jetzt kommt wieder Ultra Drift. Jetzt bitte gute Musik einblenden. Die im Moment spielt, ist voll korrekt. Danke. Was? Der Typ, der mit mir spielt, ist voll korrekt. Oh, danke schön. Dankeschön, Trix. Ich bin auch Fame auf einer Plattform. Wow. Sagt dir Twitter was? Ja, ne? Ja. Twitter? Die Plattform? Twitter? Nicht so? Okay. Da habe ich allein letzten Monat 90.000... Für was? Pokémon Go. Ja, ich spiele es noch. Und es ist immer noch beliebt. Ich könnte es nicht spielen, ich bin ein bisschen zu schüchtern. Ja, es ist wirklich... Mhm. Aber es hat mir geholfen, ich bin stellenweise auch... Ja. Du musst ja wirklich täglich zu Raids gehen. Ey, sag mal. Täglich zu Raids gehen. Ich hätte ihn umgefahren, wäre der von meinem Auto. Täglich zu Raids gehen und da, man trifft jeden Tag fremde Leute. Und man muss halt den Mut sagen, einfach mal Hallo zu sagen. Instagram. Kannst ein paar Bilder posten.
Instagram habe ich auch, ja. Habe ich vielleicht 100 Follower, aber mein Account ist privat, nur für die Engsten. Ja, okay. Also keinen öffentlichen. Oh, weil man sieht, wenn ich nächste Woche umziehe, kann ich vielleicht in 2 Wochen endlich mit dir GTA spielen. Okay, das wäre cool. Ja, das sind wir ein richtiges Team. Es kommen zwar nicht immer, also Flash ist jetzt gerade gekommen. Ach, Flash ist drin. Ja, der. Nee, sag ich jetzt nicht. Manche Dinge spart man sich, ne? So, Ja, dann gehen wir hier links. Ich tue ganz kurz den Van. Auf Twitter, wie heißt du dort? Warte. @biomilch4. Ja. Also @biomilch und dahinter gleich eine 4. Genauso wie ich in-game heiße. Drück mal Y, drück mal einfach Y und dann sieht man den Namen. Ja. Kannst du mir gerne mal folgen. Wenn du Lust hast, muss nicht. Aber wäre schon ganz geil von dir. Uah. Ja, ich bin ja auch am Umziehen. Also wir haben heute die Wohnung bekommen. Können sozusagen jetzt mal alle Sachen, die wir jetzt gerade hier nicht brauchen, dorthin schon tun. Und dann habe ich auch bessere Qualität wahrscheinlich, besseres Internet hoffentlich. Wenn wir dann sehen. Lebst du dann immer noch bei deinen Eltern? Erst dorthin, wenn ich auch Internet habe, damit wir gleich weitermachen können. Lebst du dann noch bei deinen Eltern? Ja, also ich beiwohne. Ich lebe nicht zusammen sozusagen, aber bei. Weil das Haus ist sehr günstig gewesen, aber es wurde immer teuer jetzt. Deshalb bin ich eigentlich nicht hier. Okay, nice. Du bekommst in der Schweiz einfach keine billige Wohnung mehr. Das echt? Das ist nur noch echt übertrieben teuer, ja. In Berlin genauso. Ja. Da kostet eine Einraumwohnung. Mal zum Teil jetzt nicht immer, aber. Mhm. So eine Dreiraumwohnung kostet im Durchschnitt 900 bis 1100. Ja. Ja, bei uns kostet es 1700, die Wohnung, die wir jetzt haben. Also ja, was ist das jetzt hier? What the fuck? Wie fahren die? Wir haben ja auch mehr Lohn oder was. Also, das ist der Bio-Bauernhof. Ja, sehr bio. Dann hast du hier links. Biegen mal links. Oh, was? Oh, hier ein Radfahrer. Mhm. Ein Moment. Das ist hier müssen bio. Wir ganz kurz. Ist der Bio? Ja, das ist Bio. Der Ach, das ist Günther vom Fahrrad. Das ist Günther, ja, der ist Bio, stimmt ja. Wir haben dann noch einen kleinen anderen Bauernhof, geh jetzt mal kurz hier runter. Naja, Flash. Nein, geh nicht hier runter, wegen dem Event. Geh, ich glaube hier oder hier. Ach, hier ist der Bauernhof, oh. Hier hin. Also hier wird leider noch nichts angepflanzt, aber da drüben wird angepflanzt. So, ja, ich dürfte schon hier. Krass, oder? Krass. So. Geh mal zum Wepel. Ach so, oh. Hier ist die Bio-Massenbaustelle. Da wird etwas ganz Großes für die Bio-Fanatiker. Alles Bio. Oh. Junge, ach Junge. Oh. Das meine ich, damit fängt es halt wieder an. Alles klar, hier ist er da drüben. Noch ein bisschen mehr rechts abbiegen. Einfach rechts abbiegen. Ja. Wepen wegmachen und rechts abbiegen, also zurück. Kern. Da oben ist der Bauernhof, man sieht ihn schon. Ach, da! Ja. Das ist der Bauernhof, den ich markieren wollte. Vielleicht hat wieder Sterne. Oh ja. Was hat rechts ist der Baum. Leicht bekleidete Frau hat das gerade keiner gesehen. Nee. So. Ah, wo denn? Wo ist denn hier Baum? Fragen beantworten, aus dem PC wieder auf bist. Du hast jetzt gerade eine Frage gestellt. Ah, wie heißt der Twitter-Junge? @biomilch4. Zusammengeschrieben. Markier mal den Bauern, markier mal die Mine. Ja, warte kurz. So.
Das markiert. Lauenhof ist also hier. So. Ansonsten schauen wir mal auf die Uhr. 15.29 Uhr. Okay. Nein, nicht die. Also ich habe jetzt. Das dauert so lange, weil ich mein Zimmer ausbessern muss und mein PC wieder. Da ist die Mine? Also sonst hast du keine Mine. Frage. Hä, da ist die Mine? Da ist doch niemals die Mine. Nein, die Mine ist nicht hier. Markier die mal bitte. Das ist jetzt der Bauernhof, der ist wirklich der Bauernhof. Ui. Meine Heimat. Guck, so, da ja. Sind die Milchbälter. Ja, ja, genau. Eben, wir gehen dann noch in den Wald, hä? In den Biowald. Naja. Und dann, oder aber wir müssen uns dann. Müssen wir auch noch. Ich glaube, ab 19 Uhr müssen wir uns dann losmachen, weil sogar 8 da nach oben kommen. Und es dann finden und so weiter. Ja. Hallo, Nubinator 300. Kann ich wieder mitzocken? Ja, einfach wieder reinschauen. Und wenn es nicht geht, einfach mir kurz sagen, dass ich dich einladen kann. So. Ja, schönes Wetter heute. Ja, ja, sehr schön. So. Wie viele Zuschauer haben wir? 4. Oh, nice. So. Es ist jetzt gerade auch wieder nicht so flüssig. Also scheinbar hat OpenRot Kösesoft wieder ein paar Probleme. Ich mache jetzt einfach wieder auf 60 FPS hoch. So. Weil sonst stimmt es ja nicht mit einem 60 FPS Stream. So. Wir sind fast da, nämlich. Wir möchten gerne ein bisschen zusammen reden. Also niemand mit reintun. Ist das okay für dich? Für mich? Nein, für den Nominator. Also. Nubix. So, jetzt hier rein. Zack, zack. So, hier runter. Jetzt muss ich hier aufpassen. Der Sand ist nicht bio. Oh, fast gekippt. Im Sand kann nicht bio sein, weil das. Ja. Es hat Blut drin von den vergangenen Schlachten. Ja, ja, ja. Ja, deswegen auch die Scheibe eingeschlagen. Ich musste doch irgendwie. Scheibe? Ja. Hä? Hier ist keine Scheibe eingeschlagen. Ja, das war damals bevor dem Tune. So, hier ist die Mine. Dann packen wir hier ein bisschen an der Seite. Damit mein Fleisch auch nichts kaputt macht. Kein Spaß. Okay, ich springe in die Luft, okay? Yeah. Okay. So, Taschenlampe. Hä? Achso, jetzt. Okay, sehr schön. Okay, sehr schön. Oh. Ich leuchte schon, alles gut. Obwohl, ja, so geht's auch. Ich leuchte. Sehr dunkel hier drin. Aber wir gehen jetzt nicht zum Ende, ne? Nein. Aber hier? Gigantisch groß. Ah ja, hier ist die Biomilch. Oh mein Gott, siehst du das? Guck mal hier. Biomilch. Siehst du diesen Eimer? Komm mal her. Hier. Hier bin ich entstanden, hier wurde ich geboren. Oh. Das war mein Geburtsort, der Topf. Das ist ein Waschzuber. Aber hier haben wir noch Milch, da wurdest du gesäugt. Ja, da wurde ich früher als Kind reingelegt. Mhm. Oh. Sorry, mein Bett. Oh Gott. Ja, dann hast du zwei Wege und beide führen zu Sackgassen. Ja, genau. Und du hast den richtigen Weg genommen, den da vorne. Das hier war die Küche, hier war der Ofen. Mhm. Also hier ist der Herd. Hier war ein Tisch einfach zum Zubereiten von Fleisch. Wie gesagt, ich möchte momentan mit ihm zusammen sein, also alleine reden. Da brennt's. Okay, ich würde sagen, wann war ich spät? Es ist 17 Uhr, wollen wir uns langsam schon dahin bewegen? Ja, also sonst müssen wir dort lange warten. Lieber noch ein bisschen weiter. Na, aber wir brauchen noch ein bisschen länger da nach oben, um wirklich zu gucken, dass es da ist. Ja. Oh, sorry. Aua. Dann gehen wir einfach an den Alamoano-See noch. Schön Bier. So, der Nubinator 300 hat mich abonniert. Dankeschön.
Also jetzt musst du leider wieder aufspringen. Ups. Oh nein, keine Granate. Aha. Ja, ich würde sagen, es ist offen. Weiter geht's. Ja. Oh nein, die Hantel. Nein, nicht an mein Auto, nicht an mein Auto. Also, dann gehen wir zuerst einmal dorthin. Steig doch ein! Er öffnet die Tür und steigt nicht ein. Wow. Komm, Flash, steig ein. Ja, die Hantel ist im Weg. Nein, die. Kein Problem. Wo fahren wir jetzt hin? Zu dem Berg schon? Nein, zum Alamano See zuerst. Weil die Sonne geht schon unter, ne? Ja. Die Speiche eines Minenwaggons ist das gewesen. Einfach mal im Weg. Oh, nice Drift. Ja, Absicht, war alles Absicht, war alles Absicht. Krass. So, jetzt hört der Motorsound. Guck mal, in der Ego zu mir, guck mal. In der Ego zu mir. Schädig. Oh. Knapp. Aber kein Problem für den Van. Jetzt rutscht er ein bisschen. Auch kein Problem, das war Absicht. So, jetzt rutscht er wieder ein bisschen. Auch Absicht. Ja. Nicht, dass die Leute denken, ich kann nicht fahren. Ja, ABS ist sowieso feindlich. Deshalb hast du es nicht drin. Deshalb rutscht es ja. Diese blöde Blockierung von den Rädern nach, muss noch aufgehoben werden. So, jetzt kommt hier der Ultra. Ne, nicht Ultra, aber. Oh. Geht gut, ja. Schönes Fahren. Der Wagen hat keinen Schaden. Hm. Nix. Kein Kratzer, nix. Sehr cool. Und wenn ich dann. Ich bin auf der Gästeliste für die neuen Clubs. Wenn die Clubs rauskommen, kann ich mir sofort einen kaufen. Du bist natürlich immer herzlich eingeladen, ne? Ja. Da gibt es einen Bio-Fire mit Bio-Licht, Bio-Luft, Bio-Boden, Bio-Wände, Bio-Bodyguard, Bio-Mitarbeiterin, Bio-Musik. Alles Bio. Du kannst nicht Subwoofer reintun in diesem Auto, ne? Was? Es würde ja cool sein, wenn man Subwoofer reintun kann hinten in den Auto. Das wäre wirklich mehr. Wenn man dir spendet, sieht man die Donation da, also wird die angezeigt? Ja, genau. So, such dir jetzt den Heist, den wir gestern nicht gefunden haben. Ja, weil er so weit unten war. Also hier ist der Alamanos-See. Das ist... Oh, schön. Oh, die Sonne geht schon unter. Wir sollten jetzt langsam... Serbia. So, markier mal bitte, wo müssen wir jetzt hin? Zu dem Geist? Da oben. Oh, ist auf der anderen Seite. Ne, ist nicht weit. Auf dem Berg, hier, oder? Ja, ich habe markiert. Nein, diese Nicht-Bio-Fahrer, ey. Sag mal. Sollen wir mit Heli? Nee. Ist ja der Bio. Ja. Wir sind Bio unterwegs. Der Hubschrauber, der hat richtige, der hat richtig schlimme Abgase, ja. Das ist richtig schlimm. Und hier? Er ist zwar laut, aber... Hey, guck mal nach hinten. Guck mal, wie flasht du der Außenseite. Perspektive. Ja. Forever alone. Ja, der Nubix kommt ja gleich. Ja, alle in den Chat, Hashtag Flash Forever Alone. Nein. Ja. So. Yeah. Oh, ja. Biotraktor. So. Hallo, Quatex XD. Willkommen im Livestream. Ich glaube, den kenne ich sogar. Irgendwo, wieso bist du jetzt dort? Wieso hast du jetzt dort markiert? Ja, weil da doch der Berg ist, oder? Nein, der Berg ist dort rechts. Ich habe ihn doch vorher markiert. Mach mal weg, Waypoint. Markiert, ja. Da ist er. Oh. So. Ups. Dankeschön. Zweimal Flash Forever Alone. Noch, oh Gott, wir müssen uns jetzt richtig beeilen. Das ist doch eine Zustimmung. Du weißt genau, wo der Geist spawnt? Also es ist scheinbar dort, wo ich jetzt markiert habe, wo die Markierung ist. Das ist halt ein bisschen blöd, weil es stand immer nur auf dem Mount Gordon und der ist hier ganz oben.
Ob das ja. Der Geist des spawnt dort auf einem Stern, wo ich markiert habe. Bio, forever alone. Ich bin auch forever alone. Hm. Ah, dieser Verkehr. Nein. Schlimm. Ja, ja, ist schlimm. Ja, da muss ich wieder unten durch. Also jetzt hier rechts abbiegen und dann beim Wasser. Du willst mich loswerden, oder? Nein, Spaß. Jetzt hier wieder runter, elegant. Ohne Schaden. Ich wollte gerade sagen, ohne einen Schaden zu bekommen. Hm. Na gut, das gehört dazu. Wo muss ich jetzt hier unten durch? Da hoch. Hier hoch? Nee, einfach wieder zurück und dann hoch dort. So, der Geist spawnt ein bisschen weiter weg vom Leuchtturm, sondern auf einem Berg, wo es ein Stern sein, wo was mit Blut geschrieben ist. Also wir müssen einen Stein mit Blut finden, so ist okay. Nein, der spawnt erst um 23 Uhr, also dann steht der erst, glaube ich. Blut. Nein, auf der anderen Seite, Ja, die Markierung ist so blöd, aber du musst immer zu der Markierung gehen. Nicht den Weg nehmen, den der vorgestellt. Sag mal bitte eine Zeit. 21:01. Oh Gott, wir kommen hier echt nicht hoch. Wie gesagt, fahr weiter. Einfach weiter. Oh Gott. Fahr zum Leuchtturm. Ja, ja, wir haben ja die Leuchtturm dort, aber ich weiß ungefähr genau, wo das ist. Der kommt hier nicht. Ja, jetzt. Ist jetzt hier links dann hoch. Ja, ach, hier war das. Ja. Hier, links, ne? Jetzt runter. Einfach links runter. Runter. Okay. Ja. Alter, juhu. Dann habe ich ja gesagt, links runter, damit du nicht über die sein musst. So, jetzt hoch hier. Jetzt hier, komm. Also Leuchtturm ist genau hier unten drunter. Wie spät ist das? Eben 21:01. Okay. Also Camping, der Bio-Camping und die Monster-Truck. Oh, hier würde ich auch gerne mal campen eigentlich. Hm. So. Also es ist 21 Uhr, das heißt wir haben noch 2 Stunden. Ja, er macht den Bio-Van kaputt, der arme Bio-Van. Ja, es tut mir leid. Aber es ist halt nicht zu mal vermeiden. So. Hm. Also jetzt sollten wir eigentlich schon da sein, ziemlich, weil ich habe gesehen das Video, das war hier. Ja. Also entweder der Stein dort oben, oder noch ein bisschen die Steine weiter da oben. Nein, die Steine da oben sind das, die Steine da oben. Hm. Nicht da hoch, also hinten durch, also hier hoch. Aber das ist der Mount Gordo. Nicht auf die andere Seite. Hier, da sind die Steine, wo die immer auftaucht, eigentlich. Also bei mir war im Video zu sehen, dass es hier war. Genau hier, hier, genau hier. Genau hier ist sie aufgetaucht. Ihr müsst ein bisschen tiefer, also noch tiefer. Warte kurz. Also wenn wir jetzt hier runter da, gehen. Da. Ich glaube, hier war das. Genau hier war das. Wo die dann hier auf den Stein auftaucht, hier vorne. Hier, okay. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Wenn wir die ja, er sagt nämlich, ich muss irgendwo anders hoch. Aber ich habe im Video auch gesehen, dass es eigentlich so hier ziemlich hier sein muss. Das muss hier sein. Also das Blut taucht erst auf, wenn der Geist dann kommt. So, wir haben, wie viel Zeit haben wir noch? 22 Uhr, ich guck noch mal ganz schnell. Ja, zeig mal die Steine, die meinte ich, zeig ja schon. Das hat verzögert. Oh, bitte lass es hier sein, ne? Ganz ehrlich. Ich habe schon wieder nicht so viel FPS, also wahrscheinlich es geht ja gerade momentan nicht. Geist geht hier online. Ich mach da mal kurz was. Nämlich die Priorität erhöhen. Ich guck auf, wo der steht ungefähr, ob es passt. Ob es zu der Kurve passt. Das müsste hier so ein kleiner Knick sein. Ja, wir sind da. Hier auf den Stein. Mir steht bei Details gar nichts. Hier bei den Stein. Komm, lass hier ein bisschen auf den Berg, um ein bisschen zu warten. Hier auf den. Hier. Ja, ich kann momentan nichts hören. Also, es ist GTA, das gerade sehr viel CPU braucht. Also, dann kann ich jetzt gerade mit 60 FPS nicht streamen. Leute, kommt hier hoch. Leute, kommt hier hoch. Leute, kommt hier hoch. Hier haben wir alles im Überblick. Hier können wir alles sehen. Dragon, hier oben. Dragon. Ja, ja. Es ist fast 23 Uhr. Komm.
Schau hier oben können wir, wegen den Stellen. Haben wir alle Felsen im Blick. Und es ist in ein paar Sekunden 51, 52. Erstens müssen wir uns aufteilen, wenn wir ihn gerade nicht finden, weil um 1 Uhr despawnt der Geist wieder. Okay, 23. Jetzt 23. Da ist es da. Siehst du? Ich wusste, dass das diese Stein ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist Bio. Das Wie sehr? Ist Bio. Ich will ein Foto machen. Er ist wieder weg. Nee, er ist wieder da. Er ist da bei mir. Bei mir ist er weg. Bei mir ist er weg. Geil. Wahrscheinlich darfst du kein nichts in die Hand nehmen. Ich hab nichts in der Hand. Schau einfach bei mir. Jack heißt das, oder Jock. Warum ist er bei mir weg? Eben, du darfst nichts in die Hand nehmen. Er hat Angst. Ich hab nichts in der Hand. Ich hab nichts in der ich Hand. Ich seh den Geist auch nicht. Er ist auch nicht da. Da, jetzt seh ich ihn. Wie cool. Wie creepy. Ich mach einfach mal ein Foto. Nee, du kannst wirklich ganz ihn berühren. Ja, ich weiß, in einem Video steht wirklich, du darfst nicht zu nah ran. Aber der hat eine bessere Textur, als ich dachte. Ich hätte gedacht, der ist so bleichweiß und so. Ich finde es cool, die Effekte. Oh mein Gott, das ist ja mal mega geil. Das erste Mal, den Geist überhaupt besuche, weil ich habe sonst nie gewählt. Ey, schießt mal bitte nicht an, Leute, schießt mal bitte. Oder Flash, boah, schießt wie, bitte wie nicht leuchtet, an. Wie er leuchtet. Flash, hör auf, den anzuschießen, Junge. Alter, Flash. Mal schauen, ob er bei 1 Uhr weggeht. Ja, er wird sicher bei 1 Uhr dann weggehen. Es geht noch einige Zeit. Junge, hör auf zu schießen, Flash. Flash will einfach mal ihn ein bisschen töten. Er will ihm Hallo sagen. Oder ihr. Ne? Er macht nichts. Oh mein Gott. Ich dachte, ich werde umgebracht. Da ist er ist weg, ist oder? Hä? 12 Uhr schon weg. Jetzt ist er weg, jetzt ist er weg. Oh mein Gott. Ich hab's auf Aufnahme, wie geil ist das. Aber, ja. Ist schon cool, einen Geist zu haben, aber er sollte nicht flach sein. Er sollte wirklich so richtig eine Textur haben. Aber, ey, der sah schon mega geil aus. Ab in den Bio-Van. Oh mein Gott, der Geist, der sah gerade so geil aus. So, ich würde sagen, jetzt reparieren wir den Van, oder? Wir gehen jetzt zur Rakete, zur Biorakete, und dann reparieren wir den Weg. Mach mal Waypoint aus. Ja, okay, warte. Weil da oben ist auch ein Tuning-Werkstatt. Ich mach jetzt den Van kaputt, okay? Also, nicht, dass er explodiert, aber... So. Einfach hier ich mach den jetzt ein bisschen kaputt. Ja. Weil die Reparatur ist eh billig, kostet nur... Nein, Spaß. Oh. Guck. Oh, exzellent. Guck und kein Schaden. Ja. Kein einziger Kratzer. Unglaublich. Was ihn voll jetzt hier kommt. Oh, ganz hart gemacht. Geh mal ganz nah ran, leichter mit der Lampe. Ja, ich habe ja recht nah gemacht, aber was willst du dann? Junge! Wir können ihn dann nochmal besuchen irgendwann. Ja, oh mein Gott, das war irgendwie creepy, jetzt. Oder? Also der ist irgendwie... Oh, er hat eine schöne Form von vorne. Rammen wir ein bisschen. Guck, wer ist stärker, Wir haben gewonnen. Eine Seefahrt. Jetzt. Erzählt aber guck mal, er hat sich gedreht. Der Van ist stark. Guck. Ja. Und zack. Krass. Tschüss, Snoopy. Wir sehen uns dann im nächsten Leben. Vielleicht bist du ja der Gast. Also hier ist die Rakete noch ein bisschen weiterfahren. Und jetzt kommen wir drüber jetzt aus. Jetzt
Jetzt täuschen wir an, jetzt fährt er vorbei. Hier ist wir die Rakete. Boah, gleich mal neben der Rakete vorbei. Oh. So, ach, jetzt kommen wir auch hingehen. So. Ups. Na, schau, Biozeichen ist drauf. Das ist das Biozeichen. Das ist das Biozeichen, ja, eindeutig. Au. Das ist echt das Biozeichen, ja. Fertig jetzt, Nubix. So? Na, no, nicht schlagen, Mensch. Leute, geht mal ganz kurz weg. Boah, die hebt sogar ab. Cool. Die ist abgehoben. So, fahren wir weiter? Ja. So, okay. Die Markierung ist schon beim Tuning. Schnell weg. Nein, nicht dorthin. Ja. Nee? Nein, nicht dort. Wann machen wir die Markierung weg? Die Markierung ist der Tuning-Ding. Da gibt's auch einen. Ach, da oben. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Ja, schaffe ich ohne Markierung. Hm. Okay, reicht noch wieder, Nubi, ne? Ja, einfach nur spielen. Du musst das Hühnchen ein bisschen unterhalten. Wirf ein bisschen ein Stöckchen. Ja, ich werfe ein Stöckchen, warte. Weißt du, was ich jetzt mache? Hm. Warte. Stöckchen werfen! Hol das Stöckchen! Komm, Nubi, fahr! Oh, der war böse. Nimm das Rad mit. Aber da oben ist er irgendwo. Ah, da unten schon. Da oben ist er, ja. Tut mir leid, Nubi, das musste einfach mal sein. Ich hab dich lieb, Nubi. Schnell weg hier. Oh Gott, was ist mit der Polizei los? Ja, du hast zwei Sterne gemacht. Du hast eine Explosion ausgeführt. Das wollen die Bullen nicht. Nee, nee. Und jetzt antäuschen. Und antäuschen. Wow, krass. Krasses Stunt. Jetzt war, ja, das war doch gar kein Drift. Jetzt zeige ich dir den besten Drift, den es in GTA 5 gab. Warte. Ach nein. Warte, kann man nicht so gut ziehen. Wieso brennt der Laden dort? Warte, ich muss da was platzieren. So, wollen wir kurz Bum Bum erleben? Nee, nee, ich war jetzt lästig. So. War kurz ein bisschen Bum Bum. Hey, oh. Nee, ich muss lästig. Hey, what's going Danke. On? Ah, Nubi, also. Was machst du? Das war wieder echt kindisch, ey. Jetzt esse ich einfach ein bisschen Donut. Was ein Bio-Roadtrip. Der Wagen explodiert. Ja. Voll krass. Ich bestell kurz, ich bestell den Pizza haben. Ich bestell den mal ganz schnell. Paradise. Oh, jetzt ist Pizza kaputt. Pff, diese NPCs sind. So. Pfeife so, mit drauf. Paradise bestellt. Und er fährt mich wieder an, Alter. Nubi reicht, okay. Wir hatten jetzt unseren Spaß. Bringt. Ich hab dich getötet, du hast mich getötet. Okay, reicht. Bitte. Ist okay jetzt. Da hast du Bio. Fertig jetzt. Das geht mal gar nicht. Hörst du deinen Stream doppelt? Nö. Okay, gut. Jetzt ist mein Van zer... Wer hat jetzt mein Van in die Luft gesprengt? Ja, ich kann jetzt wirklich warten. Es artet extremst aus mit Flash. Oh, schön.
hat einfach seinen Spaß. Oh, alle brennen. So, ich werde mal kurz rausgehen. Ja, ich habe gerade kein Ding drauf. Das kann noch ein bisschen dauern. Oh, oh, die kommen schon mit Schrotflip. Hm. Ja, genau, auf der Baustelle. Wieso nicht? Gehen die auch kaputt? Ja. Die nicht, aber die grünen gehen kaputt. Und ich habe schon wieder einen Stern, weil die Bullen sind aber. Nein, bitte nicht. Ich möchte nicht wieder sterben. So. Mechaniker, ich versuche stellen. Es geht keine Leiter hoch. Okay. Ist aber einer noch. In 2 Minuten ist nächstes Mal möglich. Ja. Ja, ja, ja. Die Bullen nerven. Ja, jetzt 2 Minuten ohne Unterhaltung. Hm. Wer ist dran schuld? Nubi. Hm. Schäm dich. Nein, kann man mit Paysafe Card spenden? Ja. Paysafe Card geht, PayPal, Kreditkarte, ich glaube Sofortüberweisung auch. Wieso sehen die mich immer noch? Es ist unmöglich, die Tür ist doch voll zu. Jetzt warte mal ganz schnell, ich muss ganz kurz was holen. Warte mal ganz kurz. Ja, mit Schrotflinte, hä? Ja, ja. Kann mir wer helfen? Ich hab 3 Sterne. Diese Memmen von Bullen, hä? Ich muss gleich 3 Sterne holen, wenn ich nur ein bisschen 2 töte, weil sie im Weg sind. Ja, jetzt kommt der Heli. Der wird mich entdecken. Aber er bleibt jetzt noch auf der anderen Seite des Hauses. Komm schon, bitte. Mann, die kommen von beiden Seiten. Ich kann nicht mehr fliehen. Ich bring mich jetzt um. Ich mach Rage. Ich bleibe jetzt hier, bis sie mich abgeschnitten hat. Pfeifen mit 4, hey! Mit 4 müsst ihr auf mich los, plus Heli noch. Hey, die Pfeifen. Unglaublich, wie pfeifig die sind. So, jetzt können wir noch ein bisschen joggen, ein bisschen wandern. Na, ihr Pflaumen. Polen dürfen doch auch in den USA niemanden, der unbewaffnet ist, also bewaffnet ist, aber nicht schießt, angreifen. Das geht ja, ist nicht realistisch genug. So. Ja, genau. Bagger. Oh, hoppla. Oh. Oi. Oh. Uff. Ja, er geht automatisch rund. Nein. So, nein! Mann, diese Automatik! So. Ah. Oh, ich hab eine Badewanne. Krass, ja? So. Das ist krass. Ich spiele gerade mit Flash ein bisschen. Also, ich hätte jetzt gerne eigentlich eine Paysafe-Card gegeben, die ich mir heute gekauft habe. Für, aber ich finde gerade nicht. Ehrlich gesagt.
habe jetzt verzweifelt gesucht, aber ich weiß nicht, wo sie. Okay. Sonst hätte ich dir gespendet. Jetzt, wo du sagst, dass man mit Passive Card bezahlen kann, dann habe ich noch eine übrig. Ich weiß gar nicht, im Ding steht es doch, oder? Oder habe ich das entfernt? Nee, das habe ich doch nie entfernt. Ich entferne nicht Sachen, die Ding. Oh, Nubi ist geleftet. Ich glaube, das ist gerage. Oh, sorry. Hallo? Ja, steht. Geht mit Kreditcard, PaySafe Card, PayPal steht. Ganz oben. Okay, nice. So. Wäre nicht schlecht. Hey, du, wir schießen. Van holen. Van holen. Nein, guck mal. Ja, okay. Da ist er. Eine Haftbombe klebt an deinem Körper. Ich weiß. Guck mal. Ja, ich weiß. Soll ich in die Luft sprengen? Ja, machst du. Dann ist sie weg. Dann ist sie weg. Weil wenn sie im Van ist und ich aus Versehen auf G komme, dann... Ja, du kommst aus Versehen auf den Van. Ja, ist wirklich so. Ich mach's kurz, okay? Nee. Ja, oh Gott. Das ist besser für den Van. Denk an Biwo, okay? Und ich habe eine Auszeichnung bekommen, danke. Ja. So, also, ich hole dich sogar ab. Ah, da ist er. Komm her, als Entschädigung kommen wir her. Nächstes Mal einfach nicht machen, dann haben wir das Problem nicht. Ja. So. Letzter anrufen, Fahndungslevel entfernen. Ja, die Musik ist cool. Leider höre ich es nicht. Wie spät ist denn das? 21 Uhr. Ich muss jetzt wahrscheinlich Ich will heute ein bisschen zeitiger aufgehen, okay? Ja. Oh. Also 37 Minuten. Um 22 Uhr. Okay. Sag mal. So, ich täusche jetzt hier ein bisschen an. Also, wo gehen wir in den Wald? Ja? Lass mal. Zum Flughafen. Markieren wir den Flughafen. Gehen wir zuerst im Wald. Bunker. Okay, erst in den Wald und dann zum Flughafen, dann holen wir meinen Hubschrauber. Ja. Ich will noch wohin fliegen. Ich möchte noch in den Sumpf gehen. Weil dann ist unser Biotrip für heute erstmal beendet. Oh Gott, nein, Flash. Flash, du kommst erst nicht auf meine Idee, meinen Van anzufassen. Flash, wenn du meinen Van anfällst, du wirst Krieg für immer haben. Für immer. Du wirst nie wieder sicher sein. Wenn du meinen Van angreifst, mit dem Ding. Ich muss ein bisschen eingrenzen. Dein ganzes Crew-Leben wird in Gefahr sein. Wenn Flash alles machen will, was er will, dann ist er ungestüm. Deshalb muss man ihn ein bisschen zurückweisen. Flash, ich schwöre dir. Hallo Johannes, willkommen im Leiste. Dein Crew-Leben wird nie wieder schön werden hier. Oh. Du wirst nie wieder Spaß in der Crew haben. Flash losgehen wie eine Rage-Banane. Ich habe 300 Millionen, ich kann tausende Orbitalkanonen auf dich abwehren. Oh. Aua. Leg dich nicht mit Bio an. Hier ist die Bio-Seilbahn. Nicht mit Onkel Bio. Weil Onkel Bio hat viele Kompanen, die dich sehr schnell zerstören. Und du hast einen Van und Onkel Bio hat gute Kontakte. Ups, war Absicht. Nein, war eigentlich keine Absicht. Dahin muss ich. Ah, ist glatt. War Absicht. Ja. Junger Mann, darf ich fahren? Dankeschön. Flash. Das ist der Bio-Regen. Flash, ich warne dich. Flash. Er will nur den Platz frei machen vor uns. Ja. Und wie steuert sich der Van so im Ring? Richtig gut eigentlich. Also er hat guten Grip. Ja, manchmal, aber manchmal fällt er auch ein bisschen aus. Hier sieht man. Guck mal, was er für Grip hat. Ja, aber er rutscht nicht so viel wie ein Sabre-Turbo-Kasten. Ja, normale Autos, die würden jetzt hier so ausrutschen. Mhm. Aus dem Ruder fallen. Oh, ganz knapp befehlt. Guck, hier, ich mach's sogar noch mal ein bisschen riskanter. Ich sehe es immer nur im Hintergrund, dass irgendwelche Autos fliegen. Flash. Über die Brücke. Oh, über die Brücke. Von der Brücke runter. Was ist ausgelaufen? Ist abgespitzt. Jetzt guck jetzt, mach einen Drift. Oh, war doch kein epischer Drift, aber es war ein Drift.
Ah, Hukis. Hukis Bioland. Bio, Bio-Bar. Also jetzt mit ganz viel Gas. Hast du den Blitz gerade gesehen? Der sah voll episch. Okay. Nee. Mal vorne. Irgendwie so altes habe ich gesehen, aber nicht der Blitz. Hier rein. So, jetzt musst du hier rein. Hier musst du rein. Und du hast nicht genug Gas gehabt. Und ich glaube, die schweren Vehikel gehen auch nicht so in die Luft, dass sie drüber kommen mit der Chance. Boom! Oh, hast du das gesehen? Bei nassem Regen, okay, der Van ist richtig geil, wird. Ja. War Absicht. Ja. Ein Flash. Gut. Halbe Stunde. Hallo Arin Flash. Squad. Squad. Ich krieg Sterne, wenn ich da reingehe, ne? Ich habe ja einen Hunger. Ich habe 4 Sterne. Okay, aber ich habe einen. Oh, aber ich bin ja, du hast bisher nicht in der CO von mir. Ich glaube, wir sterben jetzt gleich dezent, ne? Ja, eindeutig. Komm, wir lassen den Wahn hier und hauen ab. Hier zwischen den Lagerhäusern links. Wohnhäusern von den zwei. Ah. Ja, komm, aber der Van, der muss. Ja, geh raus danke. Mit dem Van. Solange er noch lebt. Das muss ich ihn wieder holen. Alles gut, der ist eh kostenlos. Ich habe den gekauft. Okay. Also, ich habe den gekauft mit Versicherung. Okay, danke. Deswegen ist es halt so. Ja, dann hast du noch 5 Sterne. So, also jetzt der, ausladen, den Van, also rausgehen, sofort, wenn er draußen ist. Du kannst. Hast du einen Hangar hier drin, ja, ne? Ja. Dann steigt man gleich jetzt aus. Warte, ich ruf kurz Lester an. Mhm. Und dann fahre ich dich nochmal ganz kurz an die Grenze. Das Spiel. Bitte. Und ich hab dich getötet. Das war meine Tür. Das war nicht ich. Ja, schon eben, aber ich meine einfach, dass du mich tötest, wenn ich rausfliege. What the fuck, okay. Ich wollte ja immer sterben, damit ich die Bohnen weg habe. Aber ich wollte dich nicht mit anziehen. Oh. Ja, Flash hat sich auch umgebracht, der Arme. Also kannst du wieder kommen? Oder ist die alles zu spät? Jetzt habe ich instant 2 Sterne. Ich werfe eine Rakete. Ja, eben bei den Soldaten und Bullen darfst du nicht noch, natürlich nochmal angreifen. Speedly mit 50. Oh. Ist mit 120 dort auch. Ich warte draußen. Was ist? Hä? Ich friere. LOL? Was ist denn das für ein Leck gewesen? Du darfst nur eine halbe Stunde zocken? Oh je. Yeah. Jetzt habe ich schon 53 Minuten. Ich zocke einfach einen Tag lang, mach 24 Stunden Stream. Willst du es mal wirklich machen? Ja, also wenn ich in der neuen Wohnung bin, vielleicht mal testen, aber wir fangen ich bin mit 12 nicht Stunden fit an. Jetzt momentan im Sommer. Lieber noch ein ja, bisschen warten. 12 Stunden. Boah, das ist doch angenehm. Okay, hast du ein Auto oder so? Nee. Aber ich komme mit Flash, aber er hat nur ein Motorrad mit 2 Sitzen. Yeah, baby. Stylish, Flash, stylish. Ich hab wieder einen Stern, ey. Ja, jetzt hört doch auf, eure Leuchtraketen zu werfen. Das ist selber schön. Die alle sterben. Oh, ja. Sehr schön. Ich kann jetzt gemeinsam und euch von da oben runterschießen. Nee. Nö. Ja, stylisch. Cool. Flash kann wirklich
fast alles. Ja, ja, ja. So, guten Tag. Ich muss aber fahren. Ich sterbe. Ich bin verquetscht. Sterbe, Hilfe. Ja, oh, alles klar. Wie viele aber hier sind? Ich bin tot. Aber wie viele hier sind? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 von diesen. Und ich bin auf der Brücke gefahren. Oh. Das ist ja mal heftig. Wo ist der Biotruck jetzt? Kaputt. Dann hol ich das andere Bio. Und werde das natürlich in die Luft. Oder ich hol mir ein Bio. Ich hol mir kurz das Bio. Nein, fahr mich mal zum Flughafen. Ja, ich habe jetzt gerade kein Auto. Bestell eins beim Mechaniker. Hast du oder hast du kein Auto? Ich habe kein Auto, ich bin ein Bio. Ich kein bin einziges. Bio-Fanatiker, ich habe kein Auto. Nein, doch, habe ich natürlich. Okay, dann bestell irgendeins mal. Also, weil wir gerade bei Ding gewesen sind. Sabro Turbo Custom, der rutscht ja bei Regen. Okay, es regnet leider nicht mehr. Holen wir den Sabre. Flash, hallo. Nicht so abturnend. Das bin ich. Komm, das komm rein. Das war nicht Flash, das war ich. Flash ist nur lange, weil ich mit dem Motorrad rumgefahren. Ja, ich Flash, bleib mal stehen. Flash, bleib mal stehen. Bin ich nur bei Flash gewesen. Komm jetzt. Schnell, 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 vorweg. Nein. Ja, jetzt geh doch rein. Muss ich drüber. Schnell, ich habe sein Motorrad kaputt gemacht. Schnell, fahr! Fahr! Ja, wenn es leckt. Wenn du einfach an der falschen Position bist. Okay, ich habe markiert. Wieso willst du jetzt dorthin? Flughafen. Also zum normalen Flughafen? Ja, da habe ich meinen Hangar. Wieso kaufst du den beim Flughafen, wenn du eben keine Sterne bekommst, wenn du die Hangar dort kaufst? Ja, ich weiß auch nicht. Also ich kauf doch einfach einen anderen. Hey, hallo, das geht mal nicht. Ich wollte meinem kleinen, ich will alles erleben. Warte. Okay. Ne, warte, wir nennen ihn, ich will alles erschießen und erleben, Freund. Ja. Ne, wir nennen ihn einfach Killerfreund. Die Killerflamme. Ich nenne ihn Killerfreund. Die Killer-Bio-Flamme. Anti-Bio-Müllabfuhr. Schöner Fluss hier. Nein, nein, kommt. Ja, komm. Fahren wir einfach durch. Wie die Agros sind, die Bullen. Tschüssi. In der Zeit lade ich mal alle meine Waffen auf. Panzer. Minigun. Ja. Feuerabschussgerät. Granate. Das ist teurer als in Ammunition, oder? Ja, ist es. Ja. Aber egal, guck mal, ich habe 288 Millionen, da achte ich jetzt auch. Auf die 5 Dollar mehr. Ja, du bist doch Bio, du musst sparen. Du bist doch ein Nerd. Die sind gleich weg. Verspreche ich dir. Boah, der Sack ist ausgeschlagen. Die übertreiben. Ah, ich hab Angst. Ich muss in den anderen reinrasen. Hä, wie haben die mich gefunden? Ja, also. Paparazzi. Jetzt hör auf. Das war ich jetzt gerade nicht. Ja, ich sag's ja zu Flash. Er hört den Livestream. Finden uns hier. Okay. Weg. Hä, lol, was hat er für ein geiles Auto? Ja. Hä, das fährt sich hoch und runter. Lol. Der will einfach nicht aus dem Weg gehen. Super, hast du fein gemacht. Ja, genau. Wenn man zu dumm ist, die Räder raus. Ach, Flash.
Also merkst du etwas, wie das Auto rutscht? Ich habe jetzt nur Gas gegeben und das macht schon einen Burnout. Was machst du jetzt wieder? Jetzt bekommen wir wieder Ding. Ich drücke noch kein G, erst wenn wir ganz weit weg sind. 10, 9, 8, 7. Wenn nicht, rufe ich Lester an. Dann geht's auf meine Kosten. Abgedrückt. Hast du gehört? Nö. So ganz leicht und ganz leichter Schall. So. Ich habe das bei mir jetzt gar nicht laut, das Game. Nur im Livestream ist es laut gewesen. Hallo, Jonas, die Torte. Oh. Und. Wow. Boah, die ist ja auf dem einen Auto. Die Aufbombe. So. Boah. Schöne Drift gewesen. Das habe ich jetzt gehört. Noch. Ich rufe Lester. Alles gut. Kein Grund zur Sorge. Ich. Nee, ich meine, Bruder. Fahndungslevel entfernen. So. Kein Problem. Ich gehe jetzt mal in die Ego-Perspektive. Oh Gott, man sieht ja in der Ego sieht man ja fast gar nichts. Alter. Ja, weil es unten sauber ist. Boah. Ich konnte ja gar nicht mehr steuern nach rechts. Immer nur geflogen. Hast du auch noch eine Garage? Okay. Aber der Motorsound ist heftig. Hm. Die Störung kackt mich wieder ein bisschen an. Ja, ich merke schon. Und jetzt. Zack! Wow! Und jetzt kommen. komm! Ja! Yeah. Ah, schade. Aber doch auf dem Dach landen ist doch cool. Jetzt da vorne, hinten zum Hangar. Mhm. Yeah, rückwärts, komm. Ob jetzt hier irgendwo Hofgranate, warte. Ich drück jetzt. Glück gehabt. So, dann da noch auf die Seite. Ich hol ganz kurz mein Heli. Alles gut. Ich hol ganz kurz mein Heli. Warte hier ganz kurz draußen. Geht ganz schnell. Kann man dieses Auto, dieses Teil hier hochfahren oder wie? Wie hochfahren? Ja. Dieses Auto ist doch dazu da, damit man die Flugzeuge transportieren kann. Das muss man doch irgendwie hochbringen können. Das ist natürlich die nächste Frage. Ne? Mann, so, funktioniert doch endlich mal. Ach ja, das hat ja mein lieber Flash zerstört. Ich muss ganz kurz Morse genau, Motoral Insurance rufen. So. Hunter. Diesmal nur 70.000. Sind zu viele Eimer. Mensch, nur 70.000 muss ich gerade zahlen für den. Chillig. Schau mal Livestream. Schau Okay, warte, ich guck ganz kurz. Warte, YouTube. Ich kann mit dir reden. Ja, können wir dann auch mal machen. Ich will jetzt noch kurz mit Bio ein bisschen reden. So. Alleine. In der Bio-Tour. Also ich bin jetzt noch ein bisschen unterwegs, gell? Ich glitsche noch ein bisschen herum. Hier, ich bin, mein Heli ist hier. Ja, aber schau. LOL. WTF. Was ist das? Bock. Ich tue sozusagen mit dem Fuß immer wieder den Eimer weiter anschieben. Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite der Map. Okay, gut. Dann bis in also 2 Stunden. Ja. Warte, ich lande schon. Danke, dass du dort. Ja, ist gerade ein bisschen kritisch beim Landen gewesen, warte. Gerade auch nicht was. Hast du irgendwelche Probleme? Aber heftiger. Flash, bist du dumm? Flash. Nein, nicht dort reinsteigen, blöde Spielfigur. Dort. So. Junge. So, Flash. Jetzt gehen wir. Okay, Flash, spring ich jetzt in die Luft. Flash, du hast es jetzt einmal verdient. Ein Flash. Es tut mir leid, aber einmal hast du es jetzt verdient. Gesteh es dir ein. Ich fahr lieber weg.
Ja, wenn du treffen würdest. Alles gut. Ja, soll ich ein bisschen. Ich glaube, du hast ein bisschen Probleme mit dem Kopf. Nee, das ist wirklich wegen dem Wind. Aha, der Wind ist. Also schön. Teilweise. Ja, genau. Jetzt explodieren wir wieder, weil er uns angreift. Ich bin immer das Opfer in den Livestreams. Das Opfer von zwei Konkurrenz. Ja, da unten ist er. Landet drauf. Zerhaxeln ihn mit den Rotoren. Ja, schau, er greift uns schon an. So. Warte, wir müssen kurz den Abwehrrauch aktivieren. Der Bio-Abwehrrauch. Ja, deswegen auch grün. Warte, jetzt machen wir eine Drehung. Ist ja ein bisschen Verzögerung im Livestream. Jetzt machen wir eine Drehung. Jetzt gehen wir rasant runter. Oh Gott. Mir ist übel. Schön getroffen. Wunderbar. Bist so gut im Sinn. Ich sehe ihn ja nicht mal. Ach, da unten? Oh. Ja. Durch den Rauch, deshalb dachte ich mir auch, du greifst irgendwo etwas an, aber nicht den. Ja, warte, wir machen das mal wieder mit Lenkraketen. Wir kriegen den auch noch, alles gut. Wir brauchen ein bisschen Geduld, ich bin nicht der beste. Dafür bekomme ich noch ein bisschen Erfahrung, bald 85. Er zieht an. Ah. Okay, er zieht auch an. Er hat abgeschossen. Jetzt müssen wir weg. Wir haben leicht verkackt, würde ich sagen, oder? Geh auf den Wolkenkratzer da. Ja. Ich muss gerade kurz ausweichen. Okay, das war's mit ihm. Der Hubschrauber geht jetzt kaputt. Jetzt kommt er noch mit der andere hat der Lux. Komm. Komm, lang auf dem Schiff da. Ja, ich versuch's. Ja, der macht fast nichts mehr. Okay, Fallschirm springen. Du hast einen Fallschirm. Spring raus. Oh. Geht sehr gut, wenn es schon lang abklatscht. Bis der endlich draußen ist, sind wir schon lange unten. Einfach noch eine Granate, damit das heißt, in die als Luft ob der 3 aushält. Was ist denn das für ein Teil? Ja, der hält. So. Ich bin dann erstmal weg für heute. Tut mir mega leid. Ja. Aber dafür kann ich morgen ein bisschen länger. Jo. Warte ganz kurz. Ah, mit seinem Noob-Auto. Der Deluxo ist ein Noob-Auto. Ja. Also ist Jonas, ist Johannes. Dann ist alles gut. Alles gut. Ich glaube, das ist der andere, ich wollte ihn gerade töten. Also was ich glaube, jetzt wir zusammen, Johannes. Guck mal, ich bin taktisch, ich glaube mir jetzt ein Deluxo. Achso, oh, schade. Ging gar nicht so. Ja, ich würde gerne wieder ein bisschen Geld verdienen. Ja, könnt ihr jetzt ein bisschen Geld farmen, ne? Hm. Hoffentlich. Ja, jetzt kommt er hier an. Hä? Was ist denn das? Hey, schau, ich habe einen Glitch, also einen Grafikfehler gefunden. Hey, komm mal zu mir. Ich komme. Wir mussten gerade bloß Flächen in die Luft sprengen. Was hat Rockstar hier gedacht, so etwas zu machen? Ich war noch nie auf dem Schiff. Nicht hier. Auf die Wand, an die Wand zu klatschen. Heieiei, Rockstar. Dafür gibt es einen Punktabzug von GTA Online. Jetzt ist es nicht mehr 1%, sondern 0% gut. Was denn? LOL? Ja. Ja. Typisch Rockstar. Ja. Heieiei. Mangelnde Qualität an der Map. Das geht oh, gar jetzt nicht. Flash. Da oben kommt man nicht hin. Hm. Stirb doch! Ah doch. Hier. Was? Hä? Ah, was hat die gemacht?
Hä? Er hat mich mit den Fäusten geschlagen, ich mit der Waffe. Ich habe ihn Ja. fünfmal mit der Waffe ins Gesicht Ja, das ist halt, geschlagen. es ist halt laggy jetzt gerade momentan. Habe ich ja auch gesehen bei dir, wo du plötzlich woanders warst. In der Militärbasis ist ja sofort der Militärbasis. Ja. Boah, Flash. Jetzt. Wie steht es eigentlich mit dem FPS? Ja, 60 FPS wieder durchgehend, okay. Irgendwie hat GTA so viel CPU verbraucht. Also unglaublich viel CPU. Aus irgendwelchen Gründen ist einfach das nicht so optimiert für meinen PC. Oh. Deshalb ich Ich muss nur ganz brauche kurz Tausende auf. von Spenden für einen neuen PC. Oh, Flash, gut gemacht, Flash. Ja, er hat eine gutere Position oder bessere Position. Ja, schönes Deathmatch. Sterben beide immer abwechselnd. Scheiße. Wo die Scheiße. So. Was ist denn hier? Ah, Port of Los Santos. Cool. Aber hier kann man nicht durch. Was ist denn hinter dem Haus? Ja, aber von dieser Seite kommen. Ah, da kann man sogar rein. Oh. Heute wird ein bisschen. Wie heißt das wieder schon wieder? Dinky, glaube ich. Heißt das Boot Dinky? Also geht ja, San Rest in Andreas war Peace, das Flash. Dinky. Flash snipen bringt dir nicht viel. Ja, haben wir Glaube schon ich. mal gefahren. Ist leider sehr langsam. Und wahrscheinlich zu. Dass die Spielfigur nicht das Boot benutzt. Also einsteigt. Ging. Naja. Also. Ich weiß nicht, was jetzt Johannes machen will. Also ich mache jetzt Rockerbanden-Mission. Ja, ich muss natürlich dorthin fahren. Wenn wir einen Helikopter holen. I'm on the clock. What you want? Some wheels? Den It's on Massaker the wieder way. mal benutzen. Ich schieb dich mal hoch. Ja, wie ist es jetzt wieder hier? So, Damit ich ich ein glaube, vielleicht hat jetzt bisschen genug vom besser Kampf. sehen kann. Aber bist leider nicht in Talk 2 oder so. Es gibt ein Ding, der heißt Livestream öffentlich. Dort am besten immer reingehen, wenn ihr telefonieren wollt. Telefonieren? Ja, im Discord kann man telefonieren. Ich Stimmt kann schon. schon mit Orbital. Nein, Flash, bitte. Flash, auf mit Orbital. Hör bloß auf damit. Flash, geh weg. Flash. Hey, jetzt habt ihr Nein, alles ich schon mal sterbe auch. verloren. Okay, Leute, ich bin dann weg für heute, ne? So, online verlassen, jetzt Also muss ich dran danke für die denken. Bio-Road-Tour. Ja, gar kein Problem. Wir machen das sicher bald auch wieder ein bisschen weiter. Noch witziger. GTA. So, GTA online verlassen, bevor Flash hier komplett ausflippt. Weil er so schlecht ist, nein, Spaß, Flash, du bist gut. Ja, Du bist gut, danke Junge. schön, liebe Sato, dass du dich querstellst. So. Und jetzt muss ich dran denken, wenn ich TS, wenn ich DS, wenn ich DS Du machst am besten einfach kurz einen eigenen Channel, also einen Discord-Channel. Und da tust du dich dann einfach, gehst immer dort rein. Das ist besser. Du musst ja dich nicht immer muten. Spiel beenden. So. Oder move mich irgendwo rein, wo keiner reinkommt. Oder bei der Bruder HD-Leistung kannst du mich da rein move. Nein, ich will kein Feedback geben. Irgendwie geht das. So. Also. Also eben, Johannes, wenn du mit mir telefonieren willst jetzt,
einfach bei mir in den öffentlichen Livestream-Channel. Also, ja, dort was öffentlich ist. Ah, gut. Wenigstens den langsamen Heli, der Bass hat. Haben wir zweimal. Hätte schon einen schnelleren Gang gehabt. Ja, ja, eben. Geh dort rein, dann kann ich dich erschieben. Weil sonst sehe ich dich nicht. Sonst muss ich die ganze Zeit suchen. Nee, nicht kaputt schießen. Mal schauen, ob Fleisch auch mitmacht. Ich hoffe. Er ist immer noch geraged. Schön langsam. Wieso sind Kampfhubschrauber immer so schwer? Schöner Park hier links. Ja, über den Bio-Bauernhof, sehr schön. So, dann sind wir gleich da. Höhenkoller. Wahrscheinlich vom Sturzflug. Es ist grün, ist es Platin? Ne, Platin ist doch ganz hell. Das machst du gut. Flashy. Bisschen Action machen nebenbei. So, ich suche dich nochmal, aber du bist noch nicht in meinem Channel drin. So kann ich dich leider auch nicht schieben. Zum Server einladen. Ich glaube, das ist auch der falsche. Ja, das ist der falsche Server, wo ich dich eingeladen habe. Ja. Ist wieder mal typisch. Sonst ruf mich einfach so an. Schon den ganzen Tag habe ich allergische Augen, tränende Augen. Aus irgendwelchen Gründen ist jetzt wieder etwas am Blühen. Wo ich allergisch bin, so Gräser, die so am Spätsommer kommen. Also, noch nicht angenommen, oder? Hallo. Hallo? Hallo, okay, jetzt. Jetzt hören. Ja, ich muss ein bisschen leiser stellen, sonst ist im Livestream nicht so gut zu hören. Okay. Hallo? Jetzt hören. Ja. So. Hallo. Jetzt ist wieder ein bisschen leiser.
Okay. Ja, jetzt ist gut. Also, was machen wir? Jailbreak machen wir nicht. Cracket. Das habe ich noch nie gemacht. Okay. Ja, jetzt ist gut. Mach mal, dass ich den Livestream nicht höre. Dass irgendwie. Das ich hatte Donnerstag habe ich. Ja, gut, okay. Aber ich höre es immer noch. Ich selber. Ich habe wieder gedreht. Ja, aber ich höre es, wenn ich jetzt mit dir telefoniere, höre ich meine Stimme. Also jetzt wieder nicht. Okay. Ich gehe jetzt vom Weg hin. Ja, jetzt ist weg. Also hat hier jemand ein Flugzeug oder so? Da hören wir immer den Livestream von mir noch. So, da ist er. Ja, mehr gehen wir mit Stimmen. Da hören wir immer den Livestream. So, da ist er. Okay, ich gehe mit dem Flash mit. Ja, ich kann auch angreifen, das. Also. Ich kenne die Mission. Nach Step City heißt es. Okay. Nach Step City heißt es. Also, ich höre dich auch. Jetzt, ich hoffe, jetzt besser ist. Jetzt höre ich nichts mehr von meinem Livestream. Gut. Jetzt hoffe ich, dass es besser ist. Jetzt höre ich nichts mehr von meinem Livestream. Ich werde natürlich immer zu SPV-Sie. Ach, Flash. Ich höre mein Echo noch, ich höre mein Echo. Okay. Also, ich höre bei dir den Livestream. Ich muss ja den Livestream ausmachen. Habe ich schon längst. Aber ich höre immer noch. Ich höre immer noch den Livestream. Hier ist er ja nicht. Ja, hier ist er auch aus. Also irgendwie höre ich bei dir immer den Livestream. Ich höre immer noch. Jetzt immer noch. Also sei. Ja, hier ist er auch aus. Also irgendwie höre ich bei dir immer den Livestream. Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Was hast du denn angeschalten beim Headset? Beim Mikrofon? Weiß ich nicht. Ich weiß es auch. Ah, okay, warum? Ja, nur den PC habe ich auflaufen lassen. Jetzt muss weg sein. Ist der Tresor? Da muss irgendwo ein Tresor sein. So bei mir. Ich bin drin. Da kommt er. Sehr schön. Habe ich einen Sack? Ja, ich muss auch noch aufsteigen. Ja. Nein, bitte nicht. Oh, gut. Schön gelandet. Flash muss auch noch einen holen. Dich mitnehmen? Ja. Aber vielleicht muss er auch noch einen Geldsack mitnehmen. Okay, er hat ihn. So. Los geht's. Ja. Das ist wirklich eine Mission, die habe ich noch nie gemacht. Das noch nicht? Ist der Tabschaber einmal schon. Die ist noch nie gekommen. Ich habe jetzt sicher 20, 30 Missionen schon gemacht. Und das ist so selten, wenig kommen selten. Ja, die kommen selten, ja. Das ist so praktisch, wenn man so ein Flugauto hat. Ja. Können wir weiterhin benutzen, natürlich. Also für den Gefängnisboss müssen wir halt nicht, aber da kannst du ja mich unterstützen, wenn ich im Ding bin. Eben für den Gefängnisboss bin.
Team Fahr. Und der mit dem Hunter. Also wird wieder krachen. Der fliegt schneller. Hm. Egal, gemütlich fahren kannst du. Fahren und fliegen. Hm. Also ich gehe kurz ein bisschen AFK, ich muss nochmal spritzen. Okay. Den hier bin ich auch drin. Verspüre das Insulin, also das Blutzucker extrem, damit ich lieber noch. Oh, was hast du mit Blutzuckerproblem? Ja, einfach Diabetes Typ 1. Oh, ist das nicht gut? Das ist schlimme. Das ist eine der schlimmsten Krankheiten für mich. Oh, ich gestorben, okay. Ich kann nicht sterben mit dem Auto. Außer mal Wasser reinfliegen. Ja, das kannst du am besten. Das kann ich auch am besten. Oder einfach von der Steuerung überfordert sein, also beim Steuern. Beim Umschalten hast du immer so eine komische Steuerung manchmal. Dann habe ich immer so das Gefühl, dass das Auto will sich umbringen. Ja. Kannst du fahren oder fliegen? Nee, ich fliege lieber nicht. Ohne Gameplay. Okay. Okay, der ist hin. Der Reifen ist hin, oder? Ich habe Panzer sicher und Reifen. Also komm zu mir, ich will nicht brennen. Okay, bin ich fertig. Wir müssen sowieso okay. 2 Minuten warten. Ich wollte nochmal einen Hut, einen anderen haben. Ich weiß jetzt, was ich so will für einen Hut, aber es gibt keinen. Doch, hier gibt es wieder. Okay, dann fahr kurz mal schauen, was Neues gibt. Tattoo Studio. Ah, hey du, alles Gute dir weiterhin für deine Gesundheit und dein weiteres Leben. Hier eine kleine Unterstützung. Hashtag Biowarn, Hashtag Bioami kleiner als 3. Lieben Dank. So, ich habe einen neuen Hut. Okay, bin ich da durchgerührt, bin drin. Für 0 Dollar habe ich ihn gekauft. Also, was brauche ich nochmal? Leuchtraketen. Und Pistole. So. Okay. Ah, Granaten noch. Und Tengas. Dankeschön. Geschlossen. Ah. Leute, was macht ihr wieder? Ja, ein Herzen bekomme ich auch noch geschenkt, Ebe. Zu dem Auto nehme ich. Ich habe ein Auto bestellt. Okay, dann komm zu mir, dann Garage. Hm. Noch mehr Djibouti? Ich packe auch nicht. Dem hin, wo ich ihn packe, ich muss weit laufen. No. Also für alle, die bei mir im Discord-Channel sind, einfach immer dort bei öffentlich reingehen. Also dort, wo Dragos Livestream öffentlich steht, dort reingehen.
Und dann kann ich euch hochschieben, da sehe ich es auch immer. Und wenn ihr das nicht könnt und ich finde Talk 2 einfach. Aber alle anderen sehe ich halt nicht sofort in-game. Auf dem zweiten Monitor. Und dann sehe ich wirklich, wer will, oder? Man muss ja auch nicht immer in den Livestream gehen und schreiben oder so. Und sonst jederzeit einfach bei Discord anschreiben. Aber ich kann euch so nicht schieben, also ihr müsst halt im Channel drin sein. Ja, außer bei TS, da funktioniert runterschieben. Ja, aber TS3 habe ich Probleme. Da habe ich TS3 ist besser, das 3er ist besser. Talk 3 besser, oder was? Ja, das habe ich 3er. Der viel besser ist, wie 2er. Hm. Das auch kostenlos runterladen, okay. Außer Server muss zahlen, musst du. Okay, dann werde ich mal das schauen, hä? Ja, runterladen ist gratis, außer Server muss zahlen. Ja, wieso nicht? Discord würde ich ja gerne noch etwas zahlen. Hä? Ich bin doch... Ich bin doch im falschen Tür. Weil du heute rausgegangen bist? Ich bin in die falsche Tür, weil ich von der Garage gekommen bin. Ja, ich kenne es halt noch nicht so gut. Und ja. Dann, ja, wenn du dich so herumwackelst mit der Kamera, dann bist du plötzlich auch nicht mehr sicher. Da rein wollte ich. So. Nochmal Cricket machen. Machen wir Tortured. Ich liebe die Mission. Hello! Das ist nicht, der haut nicht mehr ganz zu Fuß hinlaufen. Ja, eben, das ist das Geile, deshalb habe ich es auch hier genommen. Es wurde mir empfohlen, das zu kaufen, weil das am günstigsten ist und eben die Missionen auch wirklich immer in der Nähe sind, weil du bist in der Mitte der Map. Ja, im Stadt habe ich. Ja, in der Stadt hast du eine andere Torch-Mission, aber dafür alle anderen. Ja, das meinst du auch, aus dem Stadt hast du auch mehr hast. Ja, in der Stadt hast du eigentlich immer diese Mission mit dem Gefängnisbus und noch im Tortured 2, sozusagen. Und hier hast du eigentlich 3-4 Missionen immer an der Stelle. Mist, nicht getroffen. Mann, immer diese Waffen wechseln nervt. Geht's noch? Ich benutze einfach immer Molotov-Cocktail, weil das von der Mission geschenkt wird. Ich hab eine Haftbombe, mache ich dann Z. Ja, ich wusste. Don't tennis! Ich wusste es. Ja, ich wollte auch das hinwerfen, aber nein. Ach. Wie viel zu nah war ich? Beide Türen, andere Türen sind offen. Die Tür geht auch noch auf. Ja. So. Hier zu. Wir saßen dem auf Auto. Ja. Und die Farbe. Ja, sehr schön. Und Gold. Jetzt eine Gold gemacht. Sand geben, bisschen. Ups, können wir sie auch noch schwarz machen, indem wir hier in die Säulen reinrasen? Hm. Ah. So muss es schneller gehen, so schnell muss es gehen mit dem Geld verdienen. Immer wieder diese Mission machen. Schade, dass die nicht immer angepriesen wird. So, dann können wir gleich mal noch bei The Pound machen, dann können wir wieder die andere Mission machen. Zoom jetzt bitte. Ah, oh, diese Steuerung immer in diesem Dashboard. Missionsboard. 2 Minuten und 15 müssen wir warten. Okay. Ich kurz muss nachschauen, bei mir was. Ich kurz muss mal zu meinem Biker wechseln, was.
Ja, ich kann ja wieder einladen. Ja, ich brauche ihn wieder, brauche wieder vorrechnen, brauche wieder. So schön etwas trinken. Ah. Ja, die Farbe verändert sich schon ein bisschen, aber es wackelt noch nicht. So wackelt das Bild nicht, wenn man trinkt jetzt. Ah, jetzt, okay. Endlich! Ich zeige, was ist schwieriger bei zeigen. Ja. Was ist wichtiger bei Drogenhaus? Ich habe sehr viel Geld verdient, ein paar Sachen. Ich zeige welches. Jetzt zeige ich. Für Biker Club Haus. Ja. Ich kenne mich da nicht aus. Ich zeige nicht. Und erklären. Für mich komme ich zeigen. Ich kann zeigen und erklären ein bisschen. Okay. Ja, tu dein Slime, dein verlassen. Okay. Auflösen. Oder mach du dann einfach Missionen mit mir? Ja. Da hatte ich einen schon. Ja. Also ich bin jetzt drin. Tortekank. Ja. Ihr müsst rauskommen. Ja, ja. Es geht halt einige Zeit, geht ja, also nicht mehr ja. Schnell. So. Ich bin halt auch ein bisschen besoffen. Ja. Interessant. Ich sage besser, dass die Sachen besser auch im Status PC wir erklären mir am besten. Die Sachen, die du im Status hast, dort hinfrachten, wird sehr, sehr viel Dienst. Ja. Ich habe mein Bike-Tuff-Haus im Status drin. Ja. Außerhalb im Status habe ich. Ah, ja, ja. Ja, da ist mein Bike-Haus. Fast da und wir fast raus. Aber ich bekomme ja jetzt kein Geld für deinen Einnahmen aus dem Marihuana-Haus dort. Oh, ich auch. Ein paar Vorräte brauche ich. Also müssen wir das jetzt kurz machen, damit wir ein bisschen Geld verdienen können. Ja, ich muss schauen, wie voll ist und. Darauf kann ich sehr viel Geld raushauen. Okay. Wie der voll ist. Ja, bei meinem Haus werde ich dann einfach nach der Import-Export-Garage. Ja, das siehst du, wie viel verdienen schon. Fast Lager voll ist. Okay, super. Wie die arbeiten. Und alle. Kann nur Ofen Lobby kann ja, ich nur machen. Also machen wir einfach die anderen Missionen jetzt. Oder gehen sonst ja. In eine öffentliche Sitzung. Ja. Aber eben, wir werden wahrscheinlich dann immer wieder angegriffen. Ich suche, weil ich suchen kann ich. Es sind sicher wenig Leute drin, die ich sagen. Nicht so viele Leute. Ja, sonst soll ich einfach diesen Trick machen mit der, alleinigen Lobby. So manchmal Glück hast bis zu zweit Lobby, die nur zu zweit drin ist. Okay, soll ich kommen? Noch nicht. Ich bin leider Bildschirm noch.
Oh Gott, diese Schuhe, diese Stiefel. Ganz gelbe Lederstiefel. Hat hier eine Frau. Oh, siehst du aus wie ein Waldmensch. Ja, er hat auch Angst. Hallo. Boah. Das haut ihn um. Oh, voll. Voll gegen die... gegen das Haus. Voll gegen die Wand. Dreifach. Dreifach Hit. Der eine ist sogar tot. Oh, sieht aber nicht gerade viel aus. Mann, man schlägt keine Frauen, Drago. Hi. Da. Die Bullen kommen nicht mal zu mir, bis ich gesucht werde. Ja, komm, jetzt wieder Kohle, du hast mal trinken noch. Ja, ja, was haben wir jetzt für Geld? Deinen Zucker. Okay. Schon wieder da. Ja. Ich komm weg. Kannst du mir kommen schon? Ja. Wir sind nur zu dritt. Ah, gut. War nur joinen, im letzten Lobby. In dem hast Glück. Drei Lobby und zwei Lobby zu dritt kommen. Hm. Sind ein Biker. Ja. Nein, ich bin Biker, ein Clubhaus und ein CEO und einer Solo nur. Ja. Ja, dann sind sie nicht zusammen. Weil wenn ja, sie zu zweit oder dritt sind, dann würden sie schon andere Spiele natürlich haben. Und, ja, sie sind alle alleine. Sehr schön. Ja, aber es gibt halt immer zu viele Menschen. Der Garage drin, der andere ist... So, ich bin da. Okay. Ich bin, ja, ziemlich bei deinem Haus. Lol, ist jetzt nur wie bei drin jetzt. Sind die anderen raus? Okay. Ja? Also hier ist eine Garage von dir, wo ist jetzt dein Clubhaus? Das ist bei mir gar nicht zu sehen. Also, eingeladen. Ich muss nur annehmen noch. Ja, so, eben. Ich wusste es, dass es wieder hier ist. Hm? Also, dann gehe ich zu diesem, ja. Handzeichen. Jetzt ist aber Ruhe, haben wir jetzt auch Ruhe, haben wir. Ja, sehr schön. Au. Geh schon mal rein. Ja. Ich will den Arbeiten ein bisschen zuschauen. Hm? Da kannst du so viel Geld raushauen. Also einfach arbeiten hier? Du brauchst nur liefern, brauchst nur Warschlauen. Hm. Machen lassen. Ja, aber ich will zuerst die Importgarage, also das Lagerhaus noch haben. Die Importgarage habe ich schon. Und die kostet 1,1 Millionen, glaube ich. Die das habe ich auch schon längst. Ja, ich habe alles im Spiel. Wie gesagt, ihr seid weit und ich habe erst seit 20 Tagen jetzt begonnen mit GTA richtig. Hm? Ich habe sonst nur Autos gekauft und ein paar Lester-Missionen so gemacht, aber sonst habe ich nichts gemacht. Deshalb, ich bin froh, dass ich auch jetzt schon so langsam ein bisschen vorwärts komme. Ja. Ich habe ein paar Sachen. Nicht gut war das. Hm. Also mein Lobby war Hacker, war ein Geld-Lobby. Ja. Gecheatet. Das war immer Pech, wenn du reinkommst. Hm.
Ich habe auch schon ungefähr 1 Million mal bekommen, aber Ja, ich auch schon. das habe ich für ein Auto ausgegeben, habe ich schon wieder gar nichts mehr gehabt. Den Benzin habe ich Ja. dafür getunt. Und der ist jetzt voll Ja. aufgetunt, aufgerüstet und aufgetunt. Au. Wie du an der Ecke hängen geblieben bist. Ist mein Büro, habe ich. Und das nur vom Hecke der Häufer nur mir. Ja. Gleich Ja, weißt du, gekauft gleich. sagt er so, ja, er möchte dir gerne das zeigen. Er fängt an, Autos zu spawnen und ich dachte mir so, hä, was macht er jetzt? Und dann hat er mir gesagt, er möchte dir noch Geld geben. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte kein Geld. Ich will nicht von Hacker mit Geld beschossen werden und so. Jedes Mal, wo ich herumgelaufen bin, habe ich einen Geldsack gespawnt und der Geldsack wurde automatisch aufgesammelt. Ich konnte gar nichts Ich war im machen. Haus drin war, wer Geld gedrückt. Nur so immer Lob reingejoint. Wer gedrückt Geld. Okay. Und dann habe ich, ich glaube, es ist einer der Vorfolgen von dem GTA-Abend, GTA Online-Abend. Siehst du, es ist ein mega großes Konstrukt aus verschiedenen Ja. Baufahrzeugen. Mega genial, das musst du dir mal noch anschauen. Das ist einfach einer Ja, der klar. Vorfolgen suchen. Ja. Jetzt kannst du, wenn nicht der Bank wirst. Ja, Ja, du bist nicht der hat Bank. mich schon versucht zu fangen, aber hat mich natürlich nicht erreichen Ja, können. dich, trotzdem kannst du dich nicht bannen. Kannst du reinkommen. Ja, eben. Wenn du zu viel Also, einsammst, du kannst nicht die der Bank machen werden. gar nichts mehr. Es gibt noch so viele Hacker. Also so Ja. viele Client-Benutzer von diesen Hacks und so. Das ist extremst. Die machen überhaupt Ja, nichts mehr. die ist so gut, dass es nicht, geht nicht so schnell bannen. Und zum Beispiel der Was? Genex, ein Livestream-Kumpel, mit dem ich früher, also vor 1 Jahr ungefähr, gelivestreamt habe, der hat nichts gemacht und wurde komplett gebannt. Oha. Er hat nichts gemacht, gar nichts. Welche Aber Mod-Menü drin da vielleicht? Mod-User, und so User, die werden nie gebannt. Es ist einfach unfair, was Rockstar einfach abzieht. Vor allem eben, dass sie nicht endlich mal den Client besser machen, dass solche Ja, Mods gar nicht mehr die Leute, die funktionieren. einen Bandschutz drauf haben, die einen Bandschutz. Ja, eben, Einen Schutz haben die drin. aber Diesen eben, dass sie kann das ich nicht bannen. unschädlich machen, dass das nicht mehr funktionieren würde. Es wäre doch in ungefähr 2 Tagen wäre das mit so einem Entwicklerteam gemacht, entwickelt. Aber was machen sie? Red Dead Redemption 2. Sie arbeiten seit mehreren Jahren an Red Dead Ja. Redemption und nicht mehr an GTA Online. Also das machen sie einfach die Sachen rein, die sie schon vorproduziert haben. Einfach dann wieder rein. Also, ja, dann endlich rein. Sorry. Dankeschön. Ich komme mit dem Motorrad nach. Nein, du musst eine Nässe-Lieferung nehmen, musst du. Aha, ich muss Und auch. ja. Ja, ich habe den Roten gar nicht so wahrgenommen. Ja, ich sehe es jetzt auf der Map natürlich. Ich schaue nicht gerne in die Map, weil ich muss echt weit runter links schauen. So einen großen Bildschirm. Ah, ich werde verfolgt kurz. Ja. Und der Die wird. Mission machst du auch, manchmal verfolgst du immer. Also die muss ich machen, wenn ich so einen Ja. Hauptteil habe. Okay. Könnt auch kaufen, Ja. könntest. Ja, eben, aber ich will jetzt zuerst noch das Lagerhaus kaufen von dem Naja, Typ. kannst auch die Vorräte kaufen, kannst du auch. Aha, bei dir jetzt, okay. Ja, kann auch. Das ist unnötig. Du musst viel, sehr viel Geld zahlen. Also deshalb mache ich Import-Ding. Da muss man ja nur ein Auto kaufen und das teuer verkaufen. Nein, das Auto musst du gar nicht kaufen. Das Jetzt Auto drinnen bekommst du klauen. über, oder klauen, ja. Das habe ich schon längst ein paar Autos geklaut. Aber scheinbar ist es mal von den anderen gesagt worden, dass das am meisten lohnt vom Geld aus. Ja, schon. Ja. Alleine nicht, zu viert oder zu zweit schon. Ja, ich mache sowieso gerne zu zweit, weil Ja. da sind wir einfach schneller. Die anderen trollen dann oder machen halt andere Scheiße und dann wird verdienen weniger Geld. Deshalb einfach, wenn wir zu zweit sind, nur machen wir mal die Mission dann.
Jetzt sind nicht mehr andere Leute schon vom Server drauf. Mhm. Noch zwei Leute. Leute auch mal gar nicht sicher. Ja, die anderen sind dann einfach nicht in meinem CEO, aber unterstützen mich. Und dann wechseln wir mal, dass ein anderer reinkommt und der andere fliegt wieder raus. Dass der auch Geld bekommt und dann wechseln wir so ab. Das ist das Beste. Ja, das musst du warten, dass ein Timer drin ist. Ja, ah, eben, ja. Genau. Ein Timer drin ist, muss warten. Also dann können wir ja dann wieder Rocker-Missionen machen oder auch endlich mal so etwas anpflanzen. Und ich sage, der Ort ist überall, muss voll ist, mehr dringend Geld. Ja. Ein paar Autos ist viel wert, ein paar ist nur Schrott, bin ich schon viel wert. Also soll ich gleich mal das teuerste kaufen oder wie? Ja, du trägst zufällig das Autos. Mit lauen Autos, ja, aber bei dem Anpflanzen von Drogen und so direkt mal das teuerste kaufen wahrscheinlich. Nein, wo du denn eh liegst? Also du kannst mehrere haben jetzt in der Rocker-Ding, kannst du mehrere Fabriken haben. Ja. Also nehme ich zuerst mal das billigste und dann das teuerste. Weil dann habe ich schon mal wieder noch eine extra. Ja, du musst schauen, wo du bist. Sehr viel Map, sehr aufgeteilt, die ganze Map ist. Ja. Schau, wie du willst. Okay. Also dort, wo meine Gangbude ist, sollte ich die Fabrik nachholen. Und könntest. Ja, weil doch am besten, wenn man nicht immer wieder nach Los Santos zurück muss. Also. So, ich bin auch hier. Und was ist meine Lage? Ist voll fast. Wow. Aber du noch ist voll. Also ich habe 3500 bekommen. Ja, das ist auch mal Geld. Ja, gut. Ah ja, noch ein Level kannst du noch haben. So, dann müssen wir nächstes Mal nachschauen. Nachdem wir dann nächsten nachschauen. Okay, you ever seen those videos of the Black Friday sale? Ah, okay, dort. Housewives. Mein Fliegenauto, mein Glück zu holen. Nur wegfahren. Except you're hitting a Vago set and you're signaling a plane instead of them and getting their supply drop. Don't you just love a bargain? So, noch 8 Minuten kann ich noch livestreamen. Okay. Dann mache ich mal ein bisschen eine Lüftung, weil da drin ist wieder mega heiß in meinem Zimmer. Eventuell mache ich dann nochmal, aber ja. Ich habe ja bald das Haus und dann kann ich wirklich bis um Mitternacht oder noch länger livestreamen. Und schwitzt da nicht so mega, aber in der Nacht, also wenn es Abend wird, wird bei uns immer die Luftfeuchtigkeit so hoch gehen. Das ist extrem in meinem Haus. Das ist ein Spiel auch neben uns, ein Spieler. Und der ist woanders drin. Also da ist ein Spieler. Ghost. Im Haus. Flash ist noch hier, aber der ist jetzt gar nicht online. Ja. Der Jolo vielleicht? Das ist so, kann mich mit einem treffen, so ein Level. Der höchste Level bin ich im Runde. Mhm. Ein paar Mitspieler habe ich geholt. Fritchit. Eine komische Namen gibt überall, wo Namen gibt. Ja, das hat auch so extra so gemacht, dass sie wirklich auch nicht gerade so Werbemaßnahmen sind. Extra schlechte Namen und so, dass man gar nicht an Werbung denkt. Weil Rockstar ist ja selber die Werbung. Ja. Finde ich immer so cool. In den Werbungen hast du wirklich gar keine anderen Werbungen. Aber in Spielen hast du meistens viele Werbungen, aber die sind dann nicht wirklich auf Geld raus. Ich habe ein Spiel gesehen, der heißt I-L-I-L heißt der. Okay. Schön. Sein Auto ist praktisch. Ja. Okay, ich rauch den Knall wieder machen. Okay. Wo machen da?
Diese Missionen sind sehr locker, diese Missionen. Sehr einfache Missionen. Nur die Leute killen, ein Flugzeug kommen und waren und fertig. Das sind einfache Missionen. Genau daneben. Fast so auf die Fresse bekommen. Das sind sehr einfach, die. Dieser Smog jetzt hier, wow. So hoch bist, kannst du langsam leben, langsam leer bist. Ja. Bis Leben 100 bist. Langsam wirst du Level hoch. Ja. Je höher es wirst, langsam wird es. Ja, kann ich verstehen, dass Rockstar ein bisschen etwas gemacht hat, dass man jetzt nicht immer die ganze Zeit voll wieder ist und wieder verkauft, wieder voll ist, wieder verkauft. Ja. So, nachdem es voll ist, dann muss am nächsten auch schon. Ja. Das kannst du immer laufen lassen, kannst du der Vorlage voll ist, kannst du laufen lassen. Also wird das jetzt automatisch dann verkauft oder wie? Nein, du musst verkaufen, kannst nebenbei was ganz anderes machen. Ah so, also wenn voll ist, dann ja. Ist es einfach voll, okay. Ja, kannst du nebenbei laufen lassen, wenn voll ist, kannst du ausliefern. Also immer wenn voll ist, einfach ausliefern, ja. Ja, jetzt ist voll, kannst das ist voll, das ist Ruhe lassen. Aha, einfach jetzt keine Mission mehr. Okay. Ja, kann nächste für nächste Firma machen jetzt. Gut, ja. So, das nächste Plattform, ist auch nicht weit weg. Ich alles im Stadt habe ich alles. Ja. Ich bin meistens in der Stadt und aufhalte nur. Ich glaube, der ist AFK gegangen in der Tuning-Werkstatt. Damit und du langsam tunen der. Ja, es gibt manchmal echte Pussys. Die verstecken sich irgendwo und dann gehen sie AFK. Erkennt ihr, ich abballen kann ich. Und dass er nicht immer sauer auf mich wird. Ich hab einmal gemacht schon. Okay. Die Leute abfacken im Tunen. Die Tunen? Ja, ab die Ballard. Ab Season. Früher war ja noch möglich, dass man die Tuning-Werkstatt verstopft hat mit Fahrzeugen und dann, wenn er rauskommt, explodierte. Aber ich glaube, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr, ne. So, da ist mein Nächster. Ja. Das ist mein Erster war das. Taco-Bomb. Da steht Taco-Bomb vor dem Haus. Ja. Oh. Cool. Das ist mal cool. Vor allem die Frau dahin, hier, die. Dahinter versteckt, das da drin ist. Weißt du, da ist einer auch noch nackig. Einer. Das sieht aus wie Trevor irgendwie. Ach, wie alt ist der? Schon? Wie alt ist der? Keine Ahnung. Mega runzlig. Wie eine gehäutete Schlange. Oder eine Schlange, die sich hält. Bewachung ist das Wichtigste, Bewachung. Vor allem die beste Bewachung, die einfach mal nichts macht, nur die Arme so zusammenhält. Du hast nie Bewachung nehmen, das wird dir klar, wie dein Ware kann auch passieren. Aber wieso arbeiten die mit Mehl? Puderzucker. Oh, diese Mission, okay. In dem Auto bis nächste Kampai. Machen. Kampai. Fliegen Sie. Mit einem Autounfall.
fliegen. 666 Graves hat das Spiel verlassen. Der war vor drin wieder verlassen. Der hat getuned und hat Angst gehabt. Oh nein, der andere. Na, der ist noch drin noch. Der ist noch drin. Aber, der andere nur. Weißt du so, ja, ich hab Angst, zit. Oh Gott, ich muss das Spiel mit F4 beenden. Alt F4. Die könnten mich angreifen, die Armen. Wer will mich hier wieder ärgern, hol mein Panzer raus. Also das erste Mal geht, ja, ich hab's am 14. April 2015 gekauft, dass es erschienen ist. Am ersten Tag schon geraged, also mega geraged. Ich habe schon Granaten und alles gekauft und habe die Leute in die Luft geflogen. Aber die meisten waren halt auch von der Xbox 360 oder von der PS4 da. Also, okay. dass sie das Geld und so hatten. Dann habe ich mal, bin ich vom Ammunition rausgegangen und da war ich ein Panzer plötzlich vor dem Haus gespawnt. Also schon ein Motor. Ja. Aber wie kann einer, wo nicht in der Nähe ist vom Ammunition, plötzlich dann dort spawnen und schon im Panzer drin sein und schon auf mich schießen. Das kann nur durch einen Mod gewesen sein. Hm? Dass man am ersten Tag schon einen Mod hat, weißt? Schon einen Mod gefunden hat. Ja. Ja, ja. Und eben, ich habe halt nicht viel los gehabt, dann GTA Online zu spielen. Ja. Habe ich längere Zeit gewartet, so ungefähr einen Monat. Und dann kam noch ein Kollege. Und dann habe ich ein bisschen gezockt, ein bisschen Autos gekauft, ein paar Missionen gemacht, aber ja, es waren vor allem am Anfang extreme Noobs am Spielen, konntest du die Missionen nie machen von Lester. Und dann habe ich wirklich längere Zeit nicht mehr so Lust gehabt, manchmal ein paar Video-Livestreams gemacht, aber naja, bin nie vorwärts gekommen. Und jetzt ist schon viel, alles viel besser. Nö, das war nicht wahr, okay. Ja, ist ja blöd. Wenn man jetzt wieder die Autos. Zwei Autos brav! Ich kann wegfliegen, Polizei mich nicht finden. Hm. Ja, lauter weiß ich nicht. Und nächste ist. Djibouti. Ist alles ein Djibouti. Oh, ich hab die 100.000 wieder. Das nächste ist da. Hm. Er knurrt mit dem Weg. Ja, aber die anderen sind dann oben auf der Farm. Ja. Ja, mal schauen, wenn ich eine PS4 noch kaufen kann. Weil es haben so viele Leute gewollt, dass ich auf der PS4 auch spiele, dann möchte ich schon eine kaufen. Weil dann kann ich nämlich an der PC-Version auch mal ein bisschen modden. Bin ich jetzt nicht gezwungen, jetzt immer PC online zu spielen. Ja. Und kann dann auch einen neuen Charakter anfangen. Weil wahrscheinlich kann man da die nicht verwenden auf der PS4. Ist ein Charakter. Nein. Eben. Ich glaube, man muss neu nehmen oder weil wie das funktioniert, weiß ich nicht. Mhm. Ja, dann kann ich einfach mal ein bisschen, vielleicht für 2 Wochen oder so, ein bisschen Mods installieren und mit denen Spaß haben. Dann hast du wieder mehr Bock, PC zu spielen, also mit diesem Charakter. Und, ja, besser wieder aufpassen, ohne Modus rein, wirst du gleich gebannt. Ja eben, deshalb muss ich ja das auch machen. Ich kann nicht jetzt Mods installieren und morgen wieder GTA Online spielen. Da musst du wirklich alle Ordner löschen. Aber weißt du, dass Rockstar einfach mal solche Mods sofort bannt? Und Client-Mods und so nicht. Oder gar nicht erkennen will. Also gar nicht modden. Also einer kommt zu uns runter auf der Autobahn. Der andere geht nach Fort Carson. Willkommen, ich habe Raketen. Ja, die Raketen sind ein bisschen schneller. Ja. Vor allem die fahren auch nicht schnell. Die kutschieren einfach so ein bisschen herum und warten auf ihren Tod. Ja. Also du hast die Möglichkeit zwischen 1, ein Viertel etwas zu bekommen.
Und du musst ja. Na, da ist sicher Waren kommen, sich dann war Ware drin ist. Ja, ja. Hochhalt. Eben. Also in einer Stufe von 1 zu 4 haben wir dann das Richtige. Oder 1 zu 2 jetzt. Ja, das war geneben. Ja. Okay, hier ist die Ware. Ja, hast du. Also, hab ich Ware. Mhm. So, für dich fehlt noch. Gut, liebe Lester, brauch dich. Yep. Flug aus. Okay. Keine Ahnung, ich hab dort abgedreht, ist, kann ich aber nicht warum. Und so, Lester rufen dann. War weg. Mhm. Mal mit dem Fliegen kann ich auch anrufen. Ich habe keine Sterne. Ich schon 3. Aha, also ich kann die nicht jetzt anrufen, weil ich keine Sterne habe. Ist wahrscheinlich geskriptet an die Mission. Dass du Sterne bekommst und ich nicht. Du bist Beifahrer bei mir. Ja. Eben, aber dass es von der Mission geskriptet ist, dass ich keine Sterne bekomme. Und wenn ich keine Sterne habe, kann ich Lester nicht anrufen. Kann ich aussteigen und der einsteigen da. So. Der Valdox hat das Spiel verlassen. Die Namen. Ein komischer Name gibt. Ja. Aber immer mit Zahlen. Wieso wollen die Leute immer Zahlen im Namen haben? Die können doch einen Nachnamen noch machen, sondern Zahlen. Es gibt auch nur Zahlen, heißt ja nur Zahlen. Gibt auch. Ja. Es gibt ja auch verschiedene Zeichen, die man noch machen kann. Also, dass manche nur Zeichen haben, als Bindestriche oder so. Ja. Also, wer er will. Aber was ich am schlimmsten ist finde, ist zum Beispiel Steam bei den Spielebewertungen immer diese mega großen Zeichen, diese Tiere oder so. Ey, da kann. Für was machen die das? Das sollte man sofort löschen. Hast du einfach mal keine Bewertung, kannst keine Bewertung, musst du immer runterscrollen, bis endlich das Zeichen dann weg ist. Und dann kommen nur scheiße Bewertungen. Ich habe da eine Bewerbung, das Spiel ist, also it, toll. So ein ist. Hm? Das Spiel it, toll, hat jemand geschrieben in einer Bewertung von GTA Online, also GTA 5. Ja. Das Spiel it, toll. Für was schreibt der Bewertung, wenn er nur schreibt, das Spiel ist toll. Das ist doch eine super Wertung, oder? Ja. Außer PC, fliegen Autos, Mjolnir-Modus. Das Spiel ist toll zum Modden. Geld zum Modden. Könnte man schreiben. Ja. Ja, Drohnen-Modus ist egal, modden kannst du. Hm. Das ist auch gar nichts. Also ohne Modus, und dann ist der Band. Da geht es, Andreas, musstest du nur zu einem NPC gehen und ihn überfahren, schon hattest du 10.000. Und in GTA Online bekommst du das nur mit einer schweren Mission über. Ja. Also mit einem Flug, mit einem Rennen. Oh, Mac ist ein Haus, wir rüberfahren, fliegen. Okay. Du kennst ja Mac ist ein Haus nicht? Weiß es nicht mehr. Musst du mir kurz sagen. Ja, nein. Das wird zugebracht, haben wir. Ich habe die Story-Modus jetzt nicht so viel gespielt, nur geschaut. Also in Let's Play. Ich habe auch. Ich habe PlayStation 4 habe ich. Da komplett zu durchgezockt habe ich schon. Okay. Auf PC noch nicht. Okay, irgendwie eine Tasche geöffnet oder so etwas. Vor allem, was machen hier, das ist zum Zumachen, die Rollen hier. Hm? Ja, diese Rollen hier. Ja, dafür steckt da drin. Reagenzgläser? Komm zu mir mal, da drin versteckt. Ah, da drin ist viel Puderzucker, ja, in den Kisten. Ja, da im Fisch. Und dann noch zupressen, eine Pressmaschine, ja. Sehr schön. Ja, das da alles drin ist.
Oh, schau mal diese zwei Bällchen hier an. Das ist so verschief bin ich. Wow. Da weiß keiner, wo drin ist. Wow. Was drin ist. Ja, Feuerwerks, okay. Weiß keiner. Sieht das wie ein Feuerwerk. Weiß keiner, was drin ist. Und der schläft immer noch. Du kennst ihn? Hinter uns ist? Er möchte etwas noch Geiles machen für den Stream. Er wird auch noch übertragen, der andere, der Fremde. Okay. Keine abschießen kann ich. Nee, was? Hm, ich könnte. Ja, der Sucher. Längerrakete habe ich an. Schön, dass jemand auch dazukommt. Langsam sind sie voll, wie sie langsam sitzen. Okay, wie viel sind drin? 1, 2, 3. Ich kann ja auch nur Y drücken, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sind drin. Hm? Wow. Ich habe 82 Dollar bekommen. Ah, nein, jetzt ist wie mal an dem Geld. 82 Dollar von den Wachen und so bekommen. Ach, Flash hat wieder Kopfgeld. Ja. Der beste Marlene-Rakete hab ich. Marlene-Raketen. Ein Kilometer habe ich noch, 1 Kilometer. Laut Navi. Die Missionen sind meistens sind da Djibouti, meistens alle Missionen. Okay, ja. Du hast da bist, musst da hinfahren. Du außerhalb bist, wie da, musst im Start reinfahren, musst du. Über muss wegfahren, musst du. Einmal in die Mitte reinhauen. Das ist so geil, er kann Abschleppwagen im Wüste spawnen und da können wir ein bisschen herumkutschieren. Da oben Vorräte, bei mir ist Vorräte. Ja. Oben. Ja, ich hab's gesehen. Du hast das Haus.
Okay, ich hab sie. Plötzlich stehe ich mir einfach mal durch das Bild fliegen. Dann muss ich natürlich stemmen. Zum Umstellen, Lenkraketen. Ah, hol Kopfgeld. Ah, lass ich Ruhe. Soll er nicht mich eintreffen? Ja, den Flash möchte irgendwas Spannendes machen. Er ist ein bisschen gelangweilt. Ja, da ist schon so mega viel Geld, der kann kaum noch etwas machen. Mir würde es auch langweilig werden, wenn ich jetzt wirklich nicht mehr so motiviert wäre, jetzt etwas Geld zu verdienen. Ja, im Rollenspiel machen mehr, oder? Ja, muss auch anmelden musst du. Aber wenn wir nur zu zweit, dritt sind, dann macht es nicht so viel Spaß, so ein Spitzmann. Also jetzt ich ja, der kommt zu mir. Jetzt habe ich ja mit Biomilch heute ja ein bisschen Rollenspiel gemacht mit dem Bio-Van. Sorry. Aber es war halt auch ein bisschen zu wenig. So, für deine Flieger. Ich sag's jetzt einfach, es stimmt wahrscheinlich nicht, aber ich möchte da nicht dastehen, wenn ich viele Abonnenten habe und dann wird trotzdem mich bannen, weil ich früher mal Videos gemacht habe über Modder. Weil sie sind selber schuld, dass es so viele Modder gibt. Nicht ich, ich mache überhaupt keine Werbung von Modder. Die Modder sind halt einfach drin. Da kann ich doch nichts tun, ja, oder? Also ich hoffe, dass ich nicht gebannt werde. Sonst eben, ich werde sofort wieder ein neues GTA holen, einen Account erstellen. Dann passiert gar nichts, bei mir so oft habt schon. Eben. Ja. Aber ich meine einfach, ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass jeder Mortal mir irgendwas zeigen will. Weil eben ist einmal noch, ist voll wieder. Ja. Also machen wir die einmal noch und dann machen wir das Spannende. Das, ja? Also yep. Flash möchte halt einfach jetzt irgendwas Cooles machen oder so. Ja, soweit bist, du musst das alles nur voll machen. Also ja, die Missionen sind immer wieder weiter da, also dass sie automatisch weiterkommen. Ich sage, die Missionen verkaufen, brauchst drei Leute brauchst du. Okay. Ein Flash könnte noch zu dir rein. Was sind wir drei? Ja, das ist Glück. Meins war so drei Motorrad, drei oder drei Müllwagen oder drei Buswagen, okay, oder nur ein LKW hast du. Ah, okay. Mehr da hast, drei Motorrad oder drei Müllwagen oder drei Buswagen, die so der Lage voll ist. Muss immer zu dritt sein. Ich finde es einfach cool, dass Rockstar eigentlich jetzt nach 2 Jahren schon aufgegeben hat. Jetzt ist das 3. Jahr. Machen nichts mehr. Also ich sehe ja so viele Modder in öffentlichen Sitzungen immer wieder. Ich glaube kaum, die haben immer wieder sofort ein neuer Mod drin oder so. Ein neuer Account. Ja, sie haben Bandschutz drin. Alle Mod haben Bandschutz.
Aber wieso ist GTA 5 jetzt so billig? Jetzt werden noch mehr Modder kommen. Irgendwann sind nur noch Modder drin in den öffentlichen Sitzungen. Also es war ungefähr vor einem Monat schon so. Dass du wirklich nur Modder hattest, die sich immer wieder Luftschläge leisten konnten oder so. Das war echt eklig damals. Naja, eben, ich werde nie Modder oder Modder unterstützen, sozusagen. Also, weil eben, ich habe einfach kurz gefragt, ob Abschleppwagen geht. Aber du kannst ja fragen. Fragen darfst du einfach nicht benutzen. Also nicht jetzt davon profitieren irgendwie. Die sind mir schon ein bisschen schwerer, Nur ja, ein bisschen schwerer. Ich habe ja sowieso meine Rage Gun. Muss die suchen, die ganze Sachen suchen. In Djibouti. Ja, ja, ich erschieße jetzt zuerst alle, die da im Weg sind. Meine Kiste habe ich schon. Ja, und wo sind die anderen? Weiter hinten. Dankeschön, könnt ihr mich unterstützen. Der Fleisch. Du musst diese Waffenkiste und da musst du suchen. Schlag in die Fresse. Hast du noch einen? Nicht. Aber bei dir sind vier Kisten noch. Hallo, Jeff Stein, willkommen im Livestream. Besser nicht dahin laufen, da sind zu viele Leute. Ja, und ja. Gestern. Ich habe eine Tonne, die schützt mich. Oh, oder doch nicht. Ja. Ja, wenn die mit Shotguns kommen, mit Shotguns treffen sie immer, mit Pistolen und Minigun. Ja, immer. Mit jedem nicht. Und wo bist du in Sports? Im Basis drin. Oh, kann jemand Polnisch? keine Ahnung, ich nicht. Ich glaube, es ist Polnisch. Das fliegt! Das Auto ist geflogen ein bisschen. Aber ich will es jetzt nicht klären, sonst habe ich wieder Sterne. Er muss laufen, will rauskommen. Ja eben, ich muss laufen, sonst habe ich vier Sterne. Ich kann mal... Du kannst Sterne. Ich habe Hunger dort. Ja, aber ich möchte jetzt nicht. Nicht hätte sollen, weil ich ja nicht fliegen kann mit Tastatur. Also ja nicht so gut. Weil halt alles so mega sensibel ist. Rockstar muss unbedingt die Optionen auch wieder ein bisschen sensitiver machen. So. Hast du es gefunden? Ich muss auch laufen. Und Flash macht nichts. Ich find's immer cool. Du musst über die Schranke mal laufen. Also drüber steigen. Meistens geht die Schranke schon auf und weiß ich. Hoch und dann. Oh, da hat jemand sehr viel Kopfgeld bekommen. So. Ich will nicht einsteigen, Flash. Ich will die Mission machen. Ah, jetzt ist halt wieder 2 Stunden 24, jetzt wird hoffentlich nicht der Anfang gekappt. Ich mache nachher einfach mal kurz den Livestream aus und dann starte ich ihn wieder in 2 Minuten. Damit es am Anfang nicht gekappt ist, weil der Anfang war eben auch sehr gut, dass ihr den nachschauen könnt. Also ich mache noch die Unterkiste auf kurz. Ja, muss aufmachen, da ist sicher Ware drin. Ja, aber eine Ware ist jetzt schon dort. Ah, die ist von dir fallen gelassen worden. Ja. Hab ich jetzt... Nein, ich hab's jetzt nicht. Hassanware. Ah. So, mal die Lüchse hol ich wieder. Okay, dann geben wir die Ware noch ab und dann mache ich mal den Livestream aus kurz.
Videos sind auf 2 Stunden noch ein bisschen gekappt und dann wird halt alles am Anfang rausgeschnitten. Und deshalb ist das ein bisschen blöde bei YouTube. Bist du beschissen? Ah, der ist wieder. Der ist wieder dumm. Ich muss hinpacken, wo ich nicht hin soll. Ja. Also dann mache ich jetzt mal den Livestream aus und mache den wieder an, wenn wir die Mission abgeben. Hä? Bis gleich.